Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Let's Play Super Mario Party mit Nasti, hey. Lisa, meiner Wenigkeit und später kommt noch ein geheimer Gast, es ist nicht Fabian. Es schade. Nicht. Schade. Schade. So habe ich wenigstens irgendwie eine Chance. Irgendwelche Chance. So kann ich wenigstens, ach nee, scheiße. Du ich magst Nintendo, sagen, ne? Kann man ich eh nicht, nee, ich wollte gerade sagen, ich kann Nintendo zwei. Richtig doll hassen, ohne dass mich jemand so. Anmeckert, ah, ja. Aber du magst auch Nintendo. Ich mag Nintendo, ja. Ja, also egal, mit deinem Hass kann ich besser leben. Was soll das denn jetzt heißen? Also eins vorweg, jeder von uns hat eine Chance, weil ich habe das Spiel kurz vorbereitet und mit Ollis kleinen 5-jährigen Sohn gespielt und hoffnungslos verloren. Okay, aber vielleicht ist er auch einfach nur wahnsinnig gut und du nicht so gut. Wir spielen jetzt. Nun. Nun, ich glaube, wir haben die Controller rot, blau, blau. Du nimm mal bitte blau. Oder wir werden gleich sehen, welcher Controller es ist. Ich möchte aber rot sein. Wir werden es gleich sehen. Wir werden es gleich sehen. Wir spielen okay. Erstmal zu dritt, bis dann die mysteriöse nächste Person kommt. In einer Stunde ungefähr. In einer Stunde? In einer Stunde. Ja, die Person hat gesagt, um 16 Uhr habe ich Zeit. Dann kann diese Person aber echt nicht mehr mitspielen, weil da ist das Spiel ja im volle Gange. Naja, wir nehmen jetzt, wir spielen eine Runde, die genau eine Stunde gehen soll. Also, ja, gut. Okay. Das kann jeder von uns machen. Ich oh, du bist plötzlich rot. Ha, okay. Siehst du mal. Ja, gut, mein Fehler. Oh Mann, was mich jetzt schon daran nervt, sage ich ganz ehrlich, ja. ich liebe es eigentlich, Toad zu spielen. Ja. Der ist ja hier nur so ein Sidekick, ne? Ja. Der ist für... Finde ich auch... finde ich doof. Der führt durchs Spiel, ne? Ja, ja, genau. Toad und Toadette. Oh Gott, ich habe so lange nicht mehr gemacht. Der Maulwurf ist neu, aber der sieht cool aus. Monty Maulwurf. Und Gumba kann man mittlerweile auch spielen. Das ist eigentlich auch ganz lustig. Wie wähle ich denn aus? Ich bin doof hier. Mit ja, okay. Der rechten Taste hier. Ja, okay. Ich bin. Also, du bist Monty Maulwurf? Ich bin. Ich nehme den Shy Guy. Ich finde ich sehr dann aus ich wie der Maulwurf. Der Kuka. Okay. Alles klar. Hast du denn hier die Einstellung, dass du sagen kannst, ich will 60 Minuten spielen und dann. Ja, tatsächlich. Ach, also, wir nehmen jetzt einen normalen KI-Gegner. Ja, genau, KI-Gegner dazu. Das war jetzt einer. Ja. Wir hatten ja die Auswahl gehabt. Achso, ja, jetzt müsst ihr schwingen. Ja, ich bin... Ich bin bereit. Ja, ich bin bereit. Okay, wir nehmen die Schlaufen, würde ich sagen. Okay. Aber man muss doch immer umgreifen und den ganzen Quatsch. Stimmt. Ich verspreche okay, wir sind erwachsene Leute. Wir brauchen die Schlaufe nicht. Schnitt, neuer Fernseher. Ja. Wer von uns als erstes den Simon macht? Okay. Okay. Jetzt haben wir diese Hub-Welt hier. Da können wir uns die Minispiele aussuchen oder wir spielen... eine ganze Karte. Könnten wir jetzt schon Minispiele spielen? Muss man sich die nicht früher immer freispielen? Die muss, also es gibt hier zum Beispiel so ein Rhythmusspiel. Okay. Das könnten wir zum Beispiel spielen und es gibt noch einige andere. Hier sind noch Bretter. Hier gibt es zum Beispiel ein 2 gegen 2. Vielleicht machen wir ein 2 gegen 2 danach. Ja. Und natürlich, wenn man hier mit dem Toad-Tablet, könnten wir theoretisch auch hier die Sachen auswählen, anstatt jetzt durch die Hub-Welt zu rennen. Okay, für die hier Leute wie mich, die es eher in so zweidimensional genau, mögen. Genau. Das hier ist gut. Minispiele, aber wir wollen ja Mario Party spielen. Lalalala. Ja, okay. Aber wie viele, aber es sind noch nicht alle Minispiele freigespielt, oder? Das wäre ja richtig nicht. Langweilig. Ich glaube noch nicht. Das ist auch nicht meine Switch, das ist die von Fabian. Ah, jetzt sehen wir also, was er alles schon freigespielt hat. Ja, genau. Also es gibt drei. Warum ist hier dann es gibt im Moment drei Maps. Hm? Warum ist da so ein Klebsi im Hinten? Weil das heißt, das ist mein Joy-Con. Wir haben leider die gleichfarbigen Joy-Cons. I see. Und ich wollte die aus. Na gut. Ja, ich möchte halt nicht die von Fabian haben. Ich möchte ja. Deine haben. Es gibt im Moment nur drei Karten. Er möchte mit Sicherheit nicht deine haben. Ja, glaube ich auch nicht. Er hat seine guten gelben auch nicht mitgenommen. Er meinte so, ich für den Sender nehme ich die schäbigen rot-blauen. Okay. Also es gibt im Moment drei Maps. Die vierte wird freigeschaltet, sobald man alle drei gespielt hat. Und ich würde sagen, wir nehmen, was, worauf nicht, habt ihr nee, Lust? Nee, nicht die Bombe. Bumm, ich bin Domino. Für die mit dem Obst. Obst, ne? Obstfarbe, die sieht schön, schön aus. Sommerlich Partymäßig. Wählen wir die aus. Und 10 Runden sind so ungefähr 60 Minuten. Das passt doch perfekt. Oder du machst ein ganz bisschen weniger? Mit Werbung und sowas? Oder ist das, nee, das die kürzeste Runde? Das ist die kürzeste Runde. Ach krass. Oh, eieiei. 10 Runden. Das schaffen wir, das kriegen wir ganz schnell. Okay. Naja, kommt drauf an, wie wir uns anstellen. Super schlecht. Aber das Prinzip von einem Mario Party kennt ihr. Ja. Ne? Also Manassi hat ja anscheinend schon gespielt, haben wir ja, gehört. Ja, du hast den großen Vorteil jetzt. Du hast die alten Teile gespielt. Ich habe es auf dem N64 und auf der Gamecube gespielt, genau. Genau, die ähneln eher mehr den Teilen auf der Gamecube und den N64 und nicht jetzt wie Wii U oder Wii. Aber Wii habe ich, glaube ich, noch nie gespielt. Genau, da ist es halt so, da fahren die alle gemeinsam in einem Fahrzeug und sind nicht getrennt auf der Map unterwegs. Okay, nee. Das war schon merkwürdig. Okay, ja, ich habe Sonnencreme immer dabei. Oh, ja, ja. Wir sind das erste Mal hier, wollen wir uns die Map kurz ein bisschen anschauen? Nein, nein. Nicht so viel gleich Zeit loslegen, gleich loslegen. Wir haben doch Regeln. Keine Zeit. Nein, wir wissen, wie es funktioniert. Würfeln, laufen, bekämpfen, nicht mehr Freunde sein. Okay, jetzt müssen wir schlagen. Woo! Ich bin Vorletzter. Sagen wir das, noch mal. War, das ist mein Move. Und das ist eigentlich ein ganz cooler Move.
Okay, du beginnst, dann komme ich. Ja. Dann komme ich. Und dann kommt der NPC. Müssen das eigentlich immer vier sein? Also man kann es gar nicht. Anscheinend schon, ja. Es geht nicht anders. Okay. Startkapital von 5 Münzen. Cool. Damals, da waren es noch 20. Aber mittlerweile kosten die Münzen, die Sterne auch nur noch 10. Münzen. Waren die dann damals? Waren die so teuer, die Sterne? Früher waren die auch so teuer. Die haben richtig viel gekostet. Glaube ich. Und früher war es ja auch so, dass hier der Geist Bu ja die Münzen oder Sterne anderer geklaut hat. Mittlerweile ist es ein Lakitu, weil man Bu auch spielen kann als Spielcharakter. Okay. Fun Fact. Geht es nur darum, wer die meisten Sterne sammelt oder gibt es auch eine Endzahl an Sternen, die man erreichen muss? Wer die meisten hat. Also nach 10 Runden die meisten Sterne, aber es gibt ja nachher so Spezialsterne, wie zum Beispiel, wer hat die meisten Minispiele gewonnen, wer hat am meisten Pech gehabt. Ne? Ja, genau. Oder wer hat die meisten Münzen, da gibt es dann auch noch immer. Oh, guck mal, ich habe eine 1. Cool. Ich räume richtig ab, aber schon. Geht los. Okay. Yes. Ich bin dran. Ich könnte jetzt hier auch zwischen verschiedenen Würfeln auswählen. Das ist irgendwie neu bei der. Genau, jeder Charakter hat irgendwie ganz spezielle Würfel. Und darf ich den jetzt auch unendlich oft benutzen? Das weiß ich nicht. Kannst du mal ausprobieren? Ich probier's mal. Probier's mal aus. Wie gesagt, ich habe bisher auch nur eine Runde gespielt. Hat er irgendwelche Extras mit? Ja, der hat 10 Punkte. 10. Okay. Beim Shy Guy ist es so, da gibt's. Sorry. Entschuldigung. Beim Shy Guy gibt's zum Beispiel auch einen Würfel, der einfach eine 0 hat. Geil. Ja, warte, der hier hat eine 0. Aber sonst dafür nur sehr viele 4. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ja. Aber du hast jetzt den normalen, ne? Ja, ich nehme den normalen. Ah, du kannst auch würfeln, indem du schüttelst? Ja. Okay, jetzt habe ich noch nicht gehabt. Tja, unspektakuläre Runde bisher. Naja, alles wie gehabt. Yay! Aber es ist ein Brettspiel, was erwartet man? Ja. Ja. Hätte nicht jemand jetzt schon auf ein Ausrufezeichen oder so? Hallo, Nachmacher. Okay, jetzt geht's los. Okay. Jetzt beginnt ja das Minigame. Mini. Ja. Und dann werdet ihr gleich eine sehr sinnvolle Neuerung sehen. Und zwar, dass man gleich zu Anfang, wo das Spiel vorgestellt wird, trainieren kann. Pfannkuchenpyramide. Yay! Lecker. Okay. Also, ich bin. Oh, du kannst nur komplett freiliegende Pfannkuchen nehmen. Pfannkuchen mit Sternen sind 3 Punkte wert. Okay. Ah, okay. Nur die ganz oben sind. Ah, das war meine! Fuck! Ich nehme den Stern. Oh, scheiße, ey. Ich spiele echt zu wenig mit diesen. Aber ja, nehmt es da, damit ich einen Stern nehmen kann. Nein! Okay, das war die Trainingsrunde. Okay. Wir können anfangen, oder? Wenn ihr soweit seid, dann drückt beide die Schultertasten. Okay, du willst noch trainieren, wie ich sehe. Nee. Okay. Ach, ich dachte, es geht schon das Schultertasten. Nee, es geht noch gar nicht los. Du musst da erst, wenn alle bestätigt sein. Haben. Alles klar. Dann können wir anfangen. Bereit. Ah. Ich hab's gesehen. Oh Gott, damn it! Ich greife auch echt immer daneben. Was ist denn mit mir los? Ah, Fuba. Ah, Quatsch! Oh Gott, wie schlecht. Wie viel hattest du? 19? 19. Wegen Stern. Meine 19. Güte. Okay, Shy Guy ist mega dumm. Und so beginnt es. Boah, ich bin einfach. Mir fehlt einfach das Steuerkreuz. Als die Konsolen noch Steuerkreuze anstelle der Joy-Cons hatten. Heißen die Joy-Cons überhaupt? Analog-Sticks. Ja. Hatten. Ja, aber das N64 hatte auch schon Analog-Sticks. Nee, aber da hattest du doch die Auswahl zwischen. Aber Steuerkreuz. Das Digi-Kreuz? Konnte man damit überhaupt spielen noch? Ich glaube ja. Ich nehme auch meinen Maulwurfwürfel. Mein Maulwurfwürfel. Und kaputt. 6. Yeah. Nice. Okay, wo komme ich denn hin? Oh ja, Ereignisfeld. Was passiert? Ein Ereignis. Es ist besonders. Und flip. Weg mit dir. Wo geht's hin? Dorthin. Und jetzt geht's wohin? Wo ist denn eigentlich der Stern? Der ist ganz der weit, glaube ich, links. Ja, genau. Okay. Der letzten. Ach so, darf ich den schon wieder? Jetzt nee, du kannst auch einen anderen. Oh. Ja. Geil. Shy Gang. Okay, ich nehme den normalen Würfel. Hopp. Wo gehe ich denn hin? Na, da ist der Stern, ne? Hä, der ist ja schon voll nah. Ja, geh mal zum Stern, ne? Oh, ich dachte, man kommt aber nein, erst mal drumherum. Naja, warum geht in die andere Richtung? Weil es so lang geht, das Brett. Oh, nasty. Naja, trotzdem wäre das andere, glaube ich, noch ein weiterer Weg gewesen, ja, oder? Wahrscheinlich. Nee, ich würde dann im Kreis einmal laufen. Rumlaufen. Wäre jetzt unten wieder rumgegangen, wenn ich jetzt in die andere Richtung gegangen wäre. Okay, wenn ich jetzt, wenn aus deinem Ereignisfeld jetzt auch rot wird, dann sind die vielleicht so, im Team. Ich dachte, das geht so rum. Okay. Und?
Ja, Nasti, wir sind jetzt ein Team. Jetzt bin ich mit dem Shy Guy Boy. Ich muss mit Nastassja spielen. Vitamin-Viereck. Okay, was müssen wir machen? Keine Ahnung. Ach so, okay. Die vorgegeben umrahmen. Ich bin quasi Apfel und Banane hier, komm da rum. Ja. Okay, Daisy ist ja super lahm. Wow. Oh shit, ja stimmt, du musst mit dem Boopsie jetzt. Ach ja. Lass mich noch einmal kurz üben. Ja. Wo bin ich hier? Hier. Ja. Ich hab's schon. Oder bewegt sie sich beim Üben einfach gar nicht? Das kann natürlich auch sein. Na gut, fangen wir einfach mal an. Bewegt sie sich nicht? Geht schon los? Doch, guck mal, sie bewegt sich. Nee, es geht noch nicht los. Doch, sie bewegt sich. Vielleicht musst du auswählen, wenn du was hast. Logge ich ein mit der sozusagen A-Taste? Genau, mit der rechten Taste. Also ich so mache. Fixieren, dann genau, jetzt kommt sie. Ja. Okay. So ist doch. Dann musst du... Dann muss ich noch schneller sein. Nee, du musst einfach auch mit niemandem reden. Das ist halt auch sehr gut. Oh ja, schön. Es ist so schlimm, mit mir zu reden. Quatsch. Okay. Nasti. Ich suche die Bananen. Dort. Sie. No, what are you doing? Ich hab die anderen gesucht. Komm rüber. Oh, ich bin auf der anderen Seite gewesen. Oh, sag es doch. Du kannst doch nicht dahin, wo die anderen Warum sind. Warum bist du nicht bei mir? Weil die anderen Okay, ich suche die Weintrauben. Ich hab sie. Hier. Unten links. Fuck, ich bin blind. Unten in der Mitte. Ja. Bin ich doof. Da war's doch. Ach, das sind die Nummer 2. Okay. Runde 3. Okay. Hier, ich bin drauf. Sehr schön. Okay, ist ein kleiner Nachteil, dass hier... Banane. Ich such Banane. Oh, hier bleiben. Was? Hier bleiben! Geh nicht! Nein! Du hättest doch einfach dabei müssen! Ja, ich höre dir selten. Alles gut. Nein, Dean! Halt, stopp! Beweg dich nicht, Banane! Beweg dich! Ja! Nein! Warum kommst du denn nicht rüber? Warum kommst du nicht zu mir? Okay, vielleicht war es ein kleiner Vorteil. Bestes Team auf jeden Fall! Yeah! Ich hasse dich! Oh Gott! Yeah! Dang it! Okay. Weiter geht's. Ja. Schön mit dem Computer gewonnen. Hammer, 10 Punkte. Nee. Okay, Sieger. I got the money, ne? Warum bin ich denn jetzt letzter? Wann war Daisy denn eben so gut? Achso, die hat, glaube ich, viele Stimmen. Okay. Ich bin dran. Er ist so niedlich, oh Gott. Okay, ich krieg einen Taler, cool. Null. Ey, Geld ist auch geil. Ey, besonderes Ereignis dafür und ich hüpf wieder zurück. Coole Nummer. Okay. So, hey, why not? Ja. Ich nehme jetzt nochmal den normalen Würfel in der Hoffnung, damit mal mehr zu würfeln. Wow. Okay. Aber der Pilz, was macht der? Mal sehen. Oh, du kriegst ein Item. Einen normalen Pilz. Ein Pilz. Den kannst du jetzt zum Beispiel in der nächsten Runde benutzen. Und dann habe ich +3? Genau. Okay. Kann ich erst sehen, wie viel ich auswürfele, um dann zu entscheiden, ob ich noch +3 gehen will? Ich glaube, du musst vorher auswählen, ob du den benutzen möchtest. 4. Okay, Verbündeten. Ich krieg, glaube ich, jetzt einen Buddy, der jetzt die ganze Zeit dabei ist. Weil Nasti hilft ja dir nicht auch so bei den Minispielen? Nee, er hilft mir nur beim Würfeln. Doch, der hilft ja auch beim Minispielen. Ja? What? Das ist ja unfair. Ach, Nasti, du kennst es ja schon besser als ich. Ja, sorry. Ja. Ach, der hat einen eigenen Würfel und du kriegst dann dessen Punkte mit dazu? Ja, er würfelt mit. Okay. Eine 5 ist dann am wahrscheinlichsten. Upgrade. Ich befinde mich immer noch auf dem Feld 4 vom gesamten Spielfeld, ne? Meine Güte. Okay. Okay, jetzt geht's los. Alle gegen Daisy? Alle gegen Daisy? Yeah! Yes. Alle gegen Daisy? Alle gegen die KI. Was müssen wir machen? Das kriegen wir doch hin. Bissiger Buxierer. Okay. What? Oh, oh. What? Okay. Gegner mit Kettenhundrahmen und wir anderen müssen wahrscheinlich weglaufen, nehme ich an? Ja, oder? Ich hab's eben nicht mal versucht. Ich auch nicht. Weil ich mit lesen müssen. Nasti hat sehr schnell antizipiert, das ist schon mal gut. Okay, wir müssen einfach nur ausweichen. Ja. Schön hier mit dem Analogstick. Kannst du dich einmal treffen lassen, damit es resettet wird, damit wir auch üben können? Nein! Aber wann ist es denn eigentlich vorbei? Ja, hier komme ich ran gegen. Wenn alle drei getroffen sind, oder? Das kann doch nicht sein, dass... Ich glaube, da läuft halt auch eine Zeit. Jetzt läuft Nasti nicht. Jetzt läuft sie auf einmal nicht. Naja, ich habe doch schon geübelt. Ach so. Oh, der ist aber gar nicht mal so schnell, wie ich erwartet hätte.
Meinst du deinen? Meine Figur. Es ist eine Schildkröte. Ist eine Schildkröte, ja. Ist deiner schneller als meiner? Nein. Okay, ich bin bereit. Okay, ich bin auch bereit. Yeah! Okay, wir kriegen das hin. Oh boy. Yahoo! Yahoo! Sehr liebe Game of Thrones. 30 Sekunden müssen wir überleben. Okay. Okay. Mit mir im Team schafft ihr das schon mal nicht. Fuck, Yahoo. Ey, wie dumm. Ach, Nasti macht das. Sie hat ja im Training schon so abgeschnitten. Hallo. Oh, können wir bitte ein Team sein und nicht hier wie Gruppenarbeit? Hä, was ist so keine Gruppe? Ich hab doch nur gesagt, dass du gut bist. Mann, kann man dich nicht mehr loben. Lauf mir nicht hinterher. Oh, jetzt wird er schneller. Okay. Nur noch 7 Sekunden. Wie schlecht ich gerade war. 5. Oh, ich bin dumm. Oh, Nasti! Halte durch! Noch eine. Ja, yes, gut. Okay, gut. Hoffentlich bekomme nur ich jetzt Münzen. Yeah. Können wir uns abklatschen? Es war. Wir können. Yay! Cowabunga! So sieht mein Abklatschen aus. Okay, das waren die billigsten Punkte, die ich in dieser Runde gespielt habe. Hauptsache Punkte. Punkte. Und jetzt? Und? Bop. Geil. Wer ist da nochmal? Warum bin ich letzt? Ja. Also, ich bin erstmal wieder dran mit Würfeln. Weg mit dir. Und. Wahrscheinlich kriegst du wieder nur Cash. No, wieder die 6. Geh auch hier lang. Bleib weg von mir. Gar keinen Fall, hallo. Verdammt. Oh no. Besonderes Ereignis. Du bist wieder weg, oder? Oder kann man. Ja, auch, ich komme jetzt da drauf. Vielleicht bleibst du auch da. Nee. Nun ja. Yes. Ich hätte mal gucken sollen, wo es mich hinbringt. Du kannst ein Item benutzen. Setze ich das mal ein? Ja, mache ich tot. Gute Idee. Wie mache ich das? Nochmal drücken. Items da? Ja. Nochmal drücken. Der Turbo-Pilz. Dann kriegst du, egal was du würfelst, jetzt noch plus 3. Hammer, dann komme ich ja tatsächlich mal ein bisschen voran. Oh, guck mal. Du würfelst eine 1. Wahrscheinlich. Ah, okay. Ja, guck mal. Ey. Ja, ich gehe natürlich da lang. Aber der Stern wird gleich nicht mehr da. Was passiert jetzt? Was ist das denn? Oh, lauf, das Cooper. Sieht gefährlich aus. Ich glaube, da kommen einige nicht mehr rüber. Oh. Ich glaube, da kommt noch einer rüber und dann bricht die Brücke ein. Aber Daisy ist ja auch die Letzte. Meinst du, du hast den Stern gleich schon? Naja, ich bin ja Hammer, schon auf dem Pferd. Ich nehme den Hammerbruder. Ich glaube, wenn, dann vorher. Shy Guy ist schon ziemlich. Er hat auch noch einen Buddy. Ja. 5. 7. Ja, okay. Ja, also ich glaub, aber ich hätte ja jetzt. Ja. Ja. Wiggler. Oh ja, jetzt kann er auch noch was einkaufen. Ja, ja, ein bisschen shoppen. Ne? Hm, was nehme ich denn? Okay. Was hast du denn hier? Teleportiert dich. Hm. Aber dafür, dass die Sterne jetzt nur noch 10 Münzen kosten, haben wir ja trotzdem schon relativ viele irgendwie erspielen können, ne? Ja. Deswegen macht wird jetzt hier auch noch Shoppy-Time und holt sich schön Gedöns rein. Und ich gönn mir. Cheatet richtig hart, damit wir ihn noch mehr hassen. Aber hab mich doch gern. Ich dachte, wir spielen das, weil wir Freunde sind. Ja, genau. So gewinnt man Freunde. Oh, du bist mit jetzt schon Spiel. Da, oder ja. Was? Oh Mann. Toll, ey. Mal gebe ich mir zu viel Mühe, mal gebe ich mir zu wenig Mühe. Man kann es euch nicht recht machen. Und jetzt kommt gleich mal. Oh. Ich brauche heute doch noch einen Sieg. Okay, jetzt erster Platz, weil er. Weil ich einen Stern habe. Oh, toll. Ja, jetzt reicht's auch mit der Feierei. Ja, finde ich auch, reicht. Jetzt wird er bestimmt direkt von Nastis Nase gesetzt. Nee, schön wieder zurück. Wo kann er hin? Schön auf die erste Insel. Auf die erste Insel. Okay, auf dem Weg. God damn it. Dann wird's natürlich gleich wirklich kritisch mit der Brücke, ne? Ja, stimmt, ich kann ja. Also ich kenne ja jemanden, der hat sich ein Rohr besorgt. Der könnte ja egal wann hin, ob die Brücke nun existiert oder nicht, weil er die jetzt kaputt macht. Oh. Oh, ich verliere 5 Münzen. Ich kann mir die Brücke, ich kann mir die gar nicht leisten. Du kannst dir die Brücke nicht leisten. Also ich kann mir den Stern nicht leisten. Ich dachte, das tut mir aber, oh schade. Das ist jetzt wirklich sehr ärgerlich. Das ist ja doof, ne? Und dabei sind die schon so günstig. Ja. Wer hat euch eigentlich eingeladen? Deine Mutter. Fabian. Mama Fabian. Mama Deine Käufer. Mutter. Meine Mutter. Okay. Totaler Durchblick. Senkrecht halt. Senkrecht halt. So. So? What the fuck?
Nee, wie rum hast du es jetzt? So. Mit dem. Ja, genau. Was muss ich denn tun? Und. Hä? What? So, wir müssen nach vorne neigen und nach hinten neigen. Also eine So. Und dann. Ich halte es trotzdem falsch rum. Und entscheidet jetzt der Computer, wann es scharf ist? Oder? Müsst ihr länger halten. Ich habe offensichtlich meine Brille nicht auf, weil es bei mir gar nicht funktioniert hat. Okay. Ich war doch gerade schon. Ah. Ich verstehe. Okay. Okay, gut. Ja, habt ihr es verstanden? Ja, ist ein bisschen random, ehrlich gesagt. Mm. Aber ist richtig dumm. Entschuldigung. Lisa? Ich habe einfach... Ach, ich muss... Entschuldigung, ich dachte, es geht schon los. Ich vergesse immer, dass man sich bereitstellen muss. Okay. Sehr leid. Fokus, Wirt. Fokus. Du brauchst die Münzen, damit du dir einen Stern holen kannst. Start. Zu langsam, zu langsam. Immer noch zu langsam. Mach doch! Dubi dubi. Was? Ja. Och, oh, Mann, du, wir so waren halt gleich. Komm, wir hätten beide 5 kriegen können. Oh Mann, ey. Oh, das Gott. Ist besser gewesen. Dang it. Verdammter Maulwurf! Yes, yes. Das hat nun wirklich nichts mehr mit Videospielen zu tun. Wie niedlich ich bin. Das hat nichts mehr mit Videospielen zu tun. Oh. Ja, ja. Blüb, blüb. Oh, ich krieg trotzdem Mitleidspunkte. Ich bin ja Maulwurf. Ich hab Meine Güte. Bekommen. Daisy hat nicht einen Punkt gemacht und ich bin mit verbessert! Schlecht. Ich glaube, das Spiel bringt meine dunkelste Seite. Ich glaube, die dunkelste Seite von allen. Ich nehme jetzt mal einen normalen Wurf. Ja, mach mal normal. Boop, 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 boop. Okay, 2, cool. Ja, why not? Ich stelle mir gerade vor, wie fies Fabian sein kann, wenn er gewinnt. Oh, oh ja, ja. Vielleicht ist er deswegen, hat er keine Zeit. Ja, genau. Er wollte seinen Ruf nicht komplett untergehen. Auch schon wieder weniger? Ach nee, ich habe okay. Hab Rot und Blau verwechselt. Sorry. Okay. Mr. Guy? Ich nehme mal... Hammer, Bruderwürfel? Hammer, Bro! Nee, lieber nicht. Du könntest dir jetzt da die Röhre hinbauen und dann wärst du wieder... Ja, aber ich habe ja kein Cash. It's no Cash. Kein Cash für eine gute Sash. Eine gute Sash. Ich muss auch 1, 2, 3. Ich hol mir noch einen Buddy! Sag mal. Kann ich ja mehrere haben? Geht das überhaupt? Offensichtlich. Ich kann nicht genug Freunde haben. Du kriegst eine richtige Gang. Weil ich ja keine echten habe. Luigi. Oh yeah. Oh yeah. Das ist nochmal was. Kann Luigi hat 3-mal die 1, was ist der? Was für ein Opfer. Fabian ist im Chat? Fabian ist im Chat? Oh oh. Oh oh. Fabian, wir haben dich alle gern. Hallo, hey. Wir haben auch gar nichts über dich gesagt. Hey, wir haben gesagt, du bist der größte Mario Party Spieler überhaupt hier im Haus und wolltest uns einfach nicht bloßstellen. Schwör. Nintendo ist Liebe. Das so oder so, wie Fabian. Oh, Sun sagt, Fabian ist nicht im Chat. Oh, oh ist der Trap. Na gut. Okay. Minispiel. Wer spielt gegen wen? Alle gegen Daisy. Okay. Das ist für mich mit Abstand am besten. Das ist immer entspanntest und so hassen wir uns nicht so sehr. Ich glaube, das ist der Goomba gewesen. Okay. Okay, was machen wir jetzt? Kapsel mit 3 Pfeilen. Wir müssen auf sie schießen. Hä, ich hab sie auch getroffen. Mann. Ha! Aber wie viele Pfeile haben wir? Unendlich viele? Nee, ich glaube 4 haben wir. Okay. Kapsel mit 3 Pfeilen treffen. Also wir müssen insgesamt 3-mal treffen anscheinend. Und dann wahrscheinlich auch nach Zeit einfach, ne? Vermutlich. Wir können aber auch gucken, wenn wir es gar nicht hinkriegen, dass wir sie mit den Pfeilen vielleicht so einsingeln, weißt du? Dass sie dann nicht weiter dödeln kann. Mhm. Ach so, ja. Ah, okay. Sind wir bereit? Ja, ich hab's bereit. Mhm. Ach. Doi, doi, doi. Guck, das doi, Einzige, doi, doi. Was niemals bei den anderen Varianten war, auf den alten.
Raff ich die ganze Zeit nicht. Die ist bereit. Okay, wow. Easy. Ja, wir wollten ja die Runde schnell durchspielen, von daher. Hey, das ist ja die beste Runde der Welt gewesen. Das war echt, was war das denn? Leicht verdientes Geld, würde ich mal sagen, ne? Ja. Wir können uns abklatschen. Klatschen wir uns. Hey. Yeah! Okay. Warst du das? Nein. Daisy hat auch 2 Münzen bekommen. Ey, wenn unser 4. Mitspieler gleich noch da ist, habe ich echt ein Problem. Dann werde ich wahrscheinlich nicht mal mehr 3. Vielleicht ist Person X ja nicht so besonders. Person X. Wer ist Person X? Es wurde wahrscheinlich auch schon angekündigt auf Social Media. Ne? Ja, wahrscheinlich. Ja. 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 Donny ist hier gerade ins Studio gekommen, falls euch wundert, mit wem und streichelt gerade Dean. Er streichelt Dean. Ist angeleint, damit er hier nicht durch die Gegend dödelt. Nicht mal der Hund macht sowas. 5. Oh. Okay. Ja, super. Ich schau mal, was es zu kaufen gibt. Also, du kannst dir vielleicht auch die Goldröhre holen. Ey, weil ja, so, ich hab 43 Sterne, ne? Ist ein freundschaftlicher Tipp. Mit mir eine Goldröhre, ja, mach es doch einfach. Du. Mach es. Das mache ich auch alles schön. Ich will einfach nur, dass ihr euch auch so hasst, wie ihr mich hasst. Ich hasse dich gar nicht, Wirt. Nein. Du verachtest mich nur. Nein, auch das nicht. Sein Style. Mm. Ah ne, warte, die Röhre wollte ich gar nicht benutzen. Ich bin dran. Man kann mit der Goldröhre von überall zum Stern kommen? Ja. Kannst du dich direkt. Also ich brauche gar nicht diese Okay. Eins. Alter, jetzt kommen beide noch dazu. Okay. Alter, das ist so ultra unfair. Ach. Ja, und die Wisch. Come on, ey. Nee, ich brauche nichts. Ich habe alles. Hm. Ich bin. Hä, du hättest dir voll noch eine Röhre kaufen können. Ja, nee. Hä, warum hast du dir denn jetzt nicht noch eine Röhre gekauft? Ich hab doch schon eine. Ja, aber dann fürs nächste Mal. Dann mal, könntest du dir einen Stern nacheinander an den nächsten holen. Ja, aber ich hab dir nicht genug Cash. Ich muss hier irgendwie erstmal wegkommen. Aber du hast doch genug Cash. Ach, guck mal, er kann jetzt aber sogar auch hier noch zusätzlich ein Item bekommen. Jetzt krieg ich noch einen Turbowürfel. Ja, aber hä? Ach, egal, ich umrunde die Insel doch sowieso ganz schnell. Wird. Oh, machen wir gleich kurz Pause? Ja, nach dem Minispiel, ne? Ja. Oder vor dem Minispiel machen wir dann Pause. Es wird super spannend dann, was für ein wie das Minispiel wird. Welches es wird? Was hier ist los? Jetzt kann sie sich ein Geschenk aussuchen. Sie hat die ganze Zeit irgendwelche Sachen, sie wäre auch schon auf dem Pechfeld. Computer. Okay. Wow. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir hier in die Werbung und werden gleich sehen, was für ein Minispiel wir spielen. Hammer. Also bleibt dran, bis gleich. Und vielleicht kommt auch schon unser geheimnisvoller Gast, der nicht mehr geheimnisvoll ist, wie ich feststellen muss. Bis gleich. Bis gleich. Was für eine Begrüßung, Nasti. Oh shit, willkommen zurück zur Super Mario Party. Deko zerstört. Die Party ist vorbei. Die Party ist auch. Gehen wir nach Hause. Wir sind dabei, ein Minispiel zu spielen. Genau, und wir hören uns, glaube ich, doppelt gerade. Ne? Hallo. 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 Echo. Hallo. 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 Aber es hindert uns nicht daran. Das hindert uns nicht egal, daran, wir jetzt uns weiter zu spielen. Und zwar spielen wir ohne Mais im Battle Royale Modus. Ohne Mais kein auf Preis. Popcorn auffangen, Felsbrocken vom. Oh, das ist natürlich jetzt schon wieder voll was für mich. Oh yeah. Sag. Poppycorn. Ich habe einfach Probleme mit dieser Koordination. Guck dir Daisy mal an. Alles schon eingesammelt. Ich muss noch mal kurz. Okay, ich auch. Geh weg, geh weg, geh weg. Alter. Das ist mein Popcorn. Ich hab echt. Alter, ich hab grad nichts. Nix. Nix mit X. Alter, wow. Ist ja schrecklich, das Minispiel. Alter Maulwurf! Wie hat Daisy eben. Stand die einfach unter. Die stand einfach irgendwo und hat alles bekommen, glaube ich. Nee, Daisy. Ey, ich kann sowas einfach nicht. Das ist wirklich peinlich. Jetzt habe ich auch noch als. Okay, aber ich habe so langsam gerafft. Mein also Becherchen ist voll. Also, ich glaube,
Der kleine Tipp ist halt einfach nur auf die Schatten achten. Ja, ich weiß, aber ich kann einfach diese Koordinationssache. Den. Den, nein! Hm. Nein, jetzt sehe ich das. Maulwurf! Wir? Maulwurf, Nasti! Den, nein! Die Boy, ich sehe nichts. Nicht mich umrennen. Nicht fair. Ah! Mann! Oh, aui. Das war gar nicht so schlecht. Die, Mann. Schiat. Ah, zweite. Geil. Oh, weil ich gerade beim letzten habe ich ja, Mann. Alles verloren. Jetzt den. Aber es geht gar nicht darum, wer erst oder zweiter geworden ist. Auf deinem Platz. Machen wir den Platz wieder. Gib mal einen Pflanz. Nee, das sitzt. Okay, das ist auch okay. Platz. Ist okay, leg dich hin. Ja. Ja, Mann. Ah, okay. Boah, wo hast du so viele Münzen? Mann, das gibt's doch nicht. Wirt hat ja auch einfach schon einen Stern, ne? Ja. Aber nur einen. Noch. Mimu, mimu. Krieg ich vielleicht eine Eins? Schade, verdammt. Nicht heute. Ich wollte da zu dem kleinen Schälchen. Diese Obstschale, oder? Ja. Was ist das denn? Mit etwas Glück kannst du einen Stern erhalten. Hammer. Wahrscheinlich kriege ich keinen Stern. Und ich könnte jetzt, kann ich jetzt meine Röhre einsetzen und komme direkt Na zum klar. Stern? Na klar, nutz deine Items. Röhre. Item? Verarschst du mich, weil nein, du die auch benutzen kannst? Nee, danach? Ich könnte die auch, ja, ich kann danach die nutzen. Du kannst deine benutzen, aber ja. Ich helfe dir damit jetzt nicht, wenn ich meine Röhre benutze. Nein, du okay. Beamst dich ja selbst hin. Genau. Okay. Dann kannst du dir schön einen Stern kaufen. Geil. Und ich nehme mir den nächsten. Ach so. Jetzt musst du mal würfeln. Das ist doch nicht wahr. Du wirst doch wahrscheinlich mehr kommst, als eine 1 würfeln. Du kommst ja so oder kommst so. Sowieso ach, man bleibt, hin. Ach so, solange bleibt du keine 0 würfelst, ist das alles okay. Gut. Okay, eine 0 habe ich gar nicht auf dem Würfel, dann nehme ich 8. Perfekt. Ich brauche eine 1. Mindestens. Ich habe schon yes, noch nicht gewartet. I would like to have this star. Warum gibt es eigentlich die Auswahl, dass man den Stern nicht kaufen kann? Für Reich Ranitzky. So, oh, ich habe schon ich nehme Sterne. Diesen Stern nicht an. Ach nee, komm. Geil. So gefällt mir das. Oh, guck mal, mein Maulwurf ist ganz traurig. Ich dachte, das ist dein neutraler Blick. Tschüssi. Nee, komm mal zum... Mann. Warum willst du... Oh, das ist Daisy doch ganz in der Nähe, oder? Oh, Moment, ich geh gleich. Nee, okay. Nee, Daisy ist da, glaube ich, schon weg. Oh, was ist das jetzt? Da kriegst du noch ein Turbo-Pilz. Nein. Komm, der ist cool. Besser als nichts. Besser als nichts. Was ist es? Ah, der hat eine gute Geste, der cool. Schau okay. Rein. Meine Items. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen beliebig dann, ne? Wenn man einfach. Deswegen meine ich, ein Fünfjähriger hat mich abgezogen. Ja. Ein Fünfjähriger! Gott, das ist ein Trauma für mich gewesen. Hey. Oh, vielleicht kommt sie danach auf die Melone. Oh, das wäre richtig fünf. Gut. Jetzt kommen die Jungs. Okay. Auch mal so ein Buddy haben. Ich nehme diesen Stern an. Komm mal auf die Melone jetzt, kleines Zöpfe-Mädchen. Du. Deine Herrschaft ist vorbei, Lisa. Ja. Sie war ja auch schön kurz. Komm, auf die Wassermelone. Komm, auf die Wassermelone. Ich weiß gerade nicht, worauf, aber egal, dort, wo ich hingehe. Yes. Yes. Oh, das ist ja wirklich nur so zwei ja. Felder vor dem, wo du ach, stehst. Komm. Nee. Ich Alter. Bin auch mal dran jetzt mit dem Stern. Gönnt mir das mal. Hallo? Nee. Ja, ich habe dafür extra hier meine Röhre eingesetzt. Nein. Ich nehme die verdächtige Brücke. Ich war einfach Oh. Ach nö. Danger. Wah. Mega Blooper. Okay. Oh, du hast Glück, dass du... Oh, ja. Sonderungsereignis. Fliegen wir alle weg? Oh. Wow. Wow. Und nun? Ja, man muss ja beide anmachen. Muscle Job. Was auch immer dann passiert.
Doch, hier, ich weiß nicht, wie man den Usernamen ausspricht. Hm? Shoryuken. Lars kommt gleich noch als vierter Spieler. Nein, du hast es verraten. Es ist Lars. Nee. Es ist oh Lars. Nein. Lars, Erik kommt. Okay. Minispiel. Alle gegen alle. Blitzschnell zum großen Geld. Münzen-Minispiel. Das gefällt mir. Was? Wenn dich die Sumo-Brüder mit einem. Aua! Oh nee! Okay, wurde erstmal gleich vom Blitz. Was passiert denn da? Ich war zu gierig. Achso, die werfen da was runter. Okay. Okay, ich hab's kapiert. Hey, Schildkröte, lass das. Also okay, einfach nur einsammeln nur. Und nicht vom Blitz erwischen lassen. Ja. Kann man irgendwie erkennen, wie dieser Blitz läuft? Nö, ne? Ist einfach. Nö. Ist ein bisschen random, glaube ich. Oder? Wir gucken mal. Wie sonst nichts in diesem Spiel. Ist es ausnahmsweise sehr random. Ja. Okay, ja. I'm ready. Oh nein, Fabian muss sich die ganze Zeit entschuldigen, dass er nicht dabei ist. Echt? Ja, guck mal, da ist er dran. Ja, wir nicht. Haben uns ja auch alle gefreut, mir dass er kommt. Ja, Fabian, ich habe mich auch gefreut. Und jetzt? So macht er das. Lädt alle ein. Ich glaube, ich aus Versehen. Selber nicht. Ein Screenshot gemacht? Wolltest du irgendwas testen? Oh nee! Screenshot-Taste. Mano, wer ist denn hier Kubiku? Ich. Wir haben alle Alter. 12 Münzen. Yes. Och, komm, ey. Wenn alle 12 Münzen haben, hat keiner 12 Münzen. Hätten wir uns abklatschen müssen? Nee, war ja kein Gruppenspiel. Ach genau. So, ich dachte, das gilt generell. Es waren alle Verlierer. Du. Übrige drei, Runde in 3. Wird's jetzt schwieriger? Oh. Naja, sag noch. Ich hab noch nicht mal einen Stern, Toad. Chill mal eine Runde. Shigai. Monty Maulwurf, du hast aber noch. Du hast die Möglichkeit, random. Kurz vor dem Ende ist noch gar nichts entschieden, Nasty. Du musst nur eine 2 würfeln. Ich muss auch nur Glück haben. Würfel eine 1, würfel eine 1, würfel eine 1, würfel eine 1. Was ist denn jetzt los? Das ist der Gastexperte. Yes! Was? Ach komm, ach, der ey. Weiß doch gar nichts. Das ist nur ein Tintenfisch. Ganz im Ernst. Ich habe eine Flygag-Karte bekommen. Was soll das denn jetzt was sein? Ich weiß nicht, was das ist. Er klaut ein Item vom Gegner. Hast du noch deine Röhre? Ich habe die eben gerade eingesetzt. Oh. 6 Münzen. Das kann die Partie entscheiden. Das kriegen wir hin. Come back. Ja. Okay. Und nun? Oh nein, sie sind. Ah, die Pechfelder. Lila. Die Pechfelder sind jetzt noch schlimmer. Oh oh. Okay. Ja, wir gehen mal. Bitte, sie würfeln eins, bitte, sie würfeln eins. Videospielgott. Ich würfel mal. Oh boy. Bitte. Ja! Es ist nur fair, Wirt. Ey, dann haben wir alle einen Stern. Sei mal ein bisschen nett. Ja! Boah, aber du hast so viele Münzen. Ja. Du nimmst direkt Platz 1 ein, ne? Ja, ich habe 2 Sterne. Ach so. Ja. Also Sterne, Münzen, Münzen, Sterne. Ja, wir wissen's, Wirt. Wirt, ihr, Wirt. Oh, sie hat verdammt viel Cash. Na gut, sie hat sich auch nichts ausgegeben. Ist das hier eigentlich eine Fliege oder eine Wespe? Das ist eine Fliege, glaube ich. Kann die sie nicht jagen? Ja. Oh, schade. Ich dachte, sie landet nochmal da. Schade. Komm in meine Nähe. Könnte unsere Laufroute sein, Nasti. Vielleicht hätten wir uns doch die Karte am Anfang einmal angucken müssen. Ich will einen schönen glänzenden Stern haben. Puh, ein Glück. Kein riesiges Pech für dich. Uiuiui. Wir sind schon in Runde 8 von 10. Das kommt ja mega gut aus. Ich nehme mal wieder meinen Kupfer. Wann wollte Lars kommen? Um 16 Uhr. Aber, na gut. Aber wenn er, bevor er kommt und wir schon durch sind, können wir noch ein paar. Ja, ein paar Minispiele. Das macht ja auch eigentlich Spaß an Mario Party, Minispiele ja. zu spielen. Was ist diese Karte, Nasti, die du da als Item hast? Weißt ich? Du, was die bedeutet? Die du hast. Nee, Nasti hat doch so eine Block. Ach so, ich habe so einen Block, da ist halt, wenn ich Glück habe, ist entweder ein Stern drin oder nicht, aber meistens ist es halt. Ja, tu es. Genau, tu es, Lisa. Dann gucke ich doch mal. Ach so, aber ich weiß noch gar nicht, ob ich die jetzt auch einsetzen darf. Ja, Nasti. Ja. Spürst du den Hass?
Das hat doch nichts mit Hass zu tun. Ich nutze nur alle Möglichkeiten. Nein, du hast sie nicht, aber sie hasst dich jetzt. Ich hätte sie einfach benutzen sollen. Oh, ich habe auch überhaupt gerade gar nicht gecheckt, dass sie diese Karte hat und deswegen fragt. Ja. Ach so, echt nicht? Nee, ich hab überhaupt nicht aufgepasst. Richtig gut. Geil. Ja nun, was soll ich tun? Okay, was passiert bei diesem besonderen Ereignis? Röhre! Oh nee, ist der Stern jetzt nicht direkt hinter mir? Ja. Oh. Okay. Welchen Würfel nehme ich denn? Shy Guy Würfel, 4-4-4. Spin-off zu 3-3-3, vermutlich. Gut, nehme ich mal das hier. Nur eine 8. Lame! Wahrscheinlich auf dem gleichen Feld wie Nasty. Nein! Ah! Das wird ja immer besser. Oh. Mhm. What? Ups. Okay. Du kannst dir das insgesamt aussuchen? Alle vermutlich. Gegen Wirt übrigens. Nee. Ja. Die arme KI, die hat noch gar keinen Stern. Okay, kein Mitleid. Ja, komm. Ach komm, ihr müsst doch alle einen Stern haben. Oh boy. Alle gegen wir. Du hast es gerade noch angekündigt, Nasty. Oh, ich hab mega geträumt gerade. Was war das denn? Mein Gehirn hat kurz ausgesetzt. Schön. Was müssen wir tun? Achso, einfach weg. Oh, das gefällt mir. Ja, Wirt, ich weiß schon. Oh ja, Maulwurf. Okay. Maulwurf-Lady, komm her. Oh Gott, das ist auf jeden Fall nicht mein Spiel. Geh weg, Wirt. Nee, ich muss es erstmal üben, bis ich dich getroffen hab. No. Das ist ein kleiner Maulwurf-Boy. Er hat dir nichts getan. Aua. Bam. Verdammt. Okay, jetzt tu das. Ich hab's so lange. Problem ist, mit der Zeit wird das mega rutschig, das Ding, und dann rutscht mir der Schnulli aus dem Finger. Der was? Der Nupsi-Bups hier. Okay! So, verstanden? Ja, natürlich. Hallo? Ich glaube ja. Boah, ich bin genau in der Mitte. Weg da. Erstmal die KI. Dann Lisa. Nein, hä? Du hast mich doch nicht mal berührt bisher. Alter, lass meinen Hintern! Lass ihn! Nee. Noch. Das ist sehr gut von dir, Nasty. Halt durch. Ich versuch's ja, aber die Zeit ist ganz schön lang. Ja, aber wirklich. Und ich bin. Oh Gott! Du machst es aber sehr gut. Lass mich in Ruhe, Wirt! Oh Gott! Yes! Der Zorn des Wirts! Ihr wolltet alle gegen mich spielen, aber damit habt ihr nicht gerechnet. 3 Sekunden! Hab ich gut gemacht, Nadine. Jetzt bist du mein Hund. Der Gewinner bekommt ihn. Alles gut, ich musste nur mal schreien. Ich weiß, das ist mega doof. Wo ist jetzt der Stern auf diesem grünen Ding? Und wo bin ich? Genau da drüben. Du könntest auch noch dahin kommen, ne? Oh, keine Ahnung. Ich probiere gleich hier diese Karte, die ich von Nasty geklaut habe. Setz wieder. Oh, kannst wieder Platz machen. Alles gut. Wieder Platz. Nasty? Du bist die Maulwurst-Lady? Ach so, ja. Ich bin leider noch wütend. Einfach alles rauslassen. Alles cool. Versus. Oh nee, doch nicht. Dean. Ist das meine? Hat's mega genüsslich einfach an dem Arm von der Mario. Lass Mario in Ruhe. Wie hat sich denn Ollis Sohn gemacht? Ist der wütend geworden bei dem Spiel oder hat er sich ganz locker? Ja, bei einigen Spielen, wenn ich gewonnen habe, war er ganz schön. Aber ich glaube. Er war ein schlechter Gewinner. Aber ich war auch ein sehr schlechter Verlierer. Okay. Was war das jetzt? Oh, ist kein Stern. Oh. Ja, 15 Münzen! Wow! Ja, ist besser als nichts. Aber es scheint wirklich keine Begrenzung für den Würfel zu geben, ne? Anscheinend nicht, ja. Da müsste man dann jetzt mal die Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, was besser ist. Kann ich aber nicht. Wo entlang zum Stern? Da? Genau, wenn du jetzt im Kreis laufst. Immer so nett und sag es dir. Stand aber auch da am Pfeil. Also jetzt kriegst du auch noch einen Verbündeten. Juhu! Das ist aber auch Zufall, wer da ausgewählt wird, ne?
Slotmaschinen. Achso, nee, ich muss aber schon anhalten. Waluigi. Hätte gerne. Ja, ich bin aber nicht für hinterhältige Pläne. Ja. Oh, guck mal, da gibt's ein. Fünf Felder vor zurück. Was? Und es gibt noch minus drei. Minus drei Münzen. Wenn ich mit dem spiele, oder was? Wenn du aus Versehen. Okay. Meine Güte. Wir sind in der vorletzten Runde. Boah, das wird wirklich mega gut aufgehen. Fünf. Und ich brauche von euch auch eine fünf. Neun. Schaffe ich's da hin? Wohin denn? Ich muss da rüber. Hoffentlich macht der Mega-Blooper jetzt was. Hä? Nee, er muss ja auch. Oh nein, Mega-Pech. Yes. So nämlich. Riesenpech für Wirt. Du hast auch schon zwei Sterne. Das reicht immer. Oh, schade, du verlierst einen Stern. Hätte ich mega lustig gefunden. Nee. Aber du bleibst aber an dem Platz stehen? Ja, klar. Ja. Oh nein. Schön, alles 30 Sterne. Oh, krieg ich auch welche? Ich glaube alle, ja. Yay. Jeder Danke, von euch Wirt. Bekommt 10 Münzen. Ja. Okay. Jetzt machst du die Turbo. Toll. Aber ist sie nicht auf der falschen Insel? Nein, ich glaube ja. Ja, hä? Doch. Kommt da schon nicht hin. Check ich nicht. Was macht sie denn? Sie läuft die ganze Zeit im Kreis. Ja. Sie ist da gefangen, weil es keine Brücke mehr gibt. Sie muss die Röhre bekommen. Ja. Oh. Oh oh, wehe, da ist jetzt ein Stern drin. Natürlich Nein. ist da ein Stern drin. Was ist, die okay. Was ist das eigentlich für eine komische Anzeige? Wieso weiß man das dann schon durch diese andere Färbung? Das ist doch voll. Ich weiß auch nicht. Naja, es ist reines Glück, ob es dann da stehen bleibt oder nicht. Ja. Das ist es ja. Jesus. Okay, jetzt wird's. Es hat sich trotzdem noch nichts geändert. Aber ja, es könnte einer von euch noch einen zweiten Stern bekommen. Und dann bin ich nämlich auf Platz 1. Ja. Ich möchte gerne noch einen zweiten Stern. Ja, ich würde auch einen zweiten Stern nehmen. Ich glaube tatsächlich. Oh. Schon wieder alle gegen Schalke. Und wie ist es wieder irgendwas mit Bomben? Klotzkanoniere. Oh, Kanoniere. Kanonen sind keine. Oh, das okay, wir müssen alle zusammenarbeiten. Okay. Wir müssen erst gucken, dass wir irgendwie vielleicht oben, mittig ne? machen und dann rechts und dann links oder so. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Boom, also erst mittig und soll ich mich dann links Nee, dann orientierst du dich links und ich mich. Zu viel Koordination, starten wir das rechts? Spiel doch mal. Weißt du, was ich meine? Achso, ich hätte nur gedacht, dass wenn alle auf einen Punkt schießen, das dass es dann schneller geht. Achso. Weißt du, dass wir schneller abräumen, weil er hat eine dickere Kanone. Oh ja. Yeah. Ah, okay, ja, dann machen wir alle auf einen Punkt. Das ist gut. Oh, ich bin aber in sowas echt nicht gut. Weißt du, dass wir vielleicht links anfangen und dann vorarbeiten ja, oder so? Ja, das machen wir. Okay. Aber erst oben in der Mitte, oder? Oder ist das egal? Achso, das ist egal. Wir können in der Mitte anfangen, wenn du willst. Nee, also mir ist es auch fair. Ja, dann fangen wir in der Mitte an. Okay, komm. Schön wegballern hier alles. Und jetzt noch da? Daisy hat unseren Plan. Ja, Daisy ist halt einfach ein Einzelgänger. Das Problem ist nur, dass Wirt halt echt eine größere Kanone hat und. Aber die ist langsamer. Ja! Wenn Daisy mitgemacht hätte, hätten wir. Ja, dumme Daisy. Stell dir vor, Lars wäre Daisy gewesen. Stell dir vor, Lars. Ja. Ja. Hoffentlich hört er das nicht. Na gut, aber letztendlich ist es gar nicht so schlimm, weil du sowieso super wenige. Nee. Sterne unverändert! Na, guck mal, das, dieser blöde Stern. Und ich glaube tatsächlich, die Schildkröte kommt dahin und das ist Lisa, ne? Schildkröte, das ist Cooper. Ja, das ist Schildkröte. Was habe ich denn jetzt noch so für Items? Okay, wem hau ich die denn jetzt rein? Komm. Lisa, sie darf den. Du bist doch. Oh, komm, ey! Du! Lisa könnte der jetzt gerade den Stern bekommen! Oh. Ja, weil du warum? Hast, weiß ich warum? Auch nicht. Oh nein! Ich habe mich so danach gefühlt. Ach komm! Wohin denn? Ey, Dean, Frauchen ist dumm. Ja, ich weiß. Nastasia, warum tust du sowas? Ey, ist die letzte Runde, komm. Ey, ist die letzte Runde! So, Junge! Cooper ist am Zug. Ich brauche wie viele? Eins, zwei, drei Felder? Zwei. Guck doch auf die Karte. Sonst. Aus zwei Felder. Dann nehme ich doch meinen Turbopilz. Aber du hast auch noch einen Buddy, ne? Also ganz zur Not. Du, der würfelt ja mit. Stimmt. Ja.
Muss der auf jeden Fall mit würfeln? Ja. Vermutlich. Oh, jetzt auch noch ein Geschenk. Unglücksfeld, Unglücksfeld. Du hast aber auch echt. Geschenk, bitte, bitte, du. Eine Bombe, die dich einfach wegkatapultiert. Nee, möchte ich nicht. Ciao. Hallo. Natürlich nehme ich diesen Stern. Oh Gott, und die hat 60 Münzen. Sie hat 60 Münzen. Das ist wirklich so random, dieses Spiel. Es ist einfach pures Glück. Es ist so egal. Weil alles zum Schluss auch nochmal passiert. Ja, das Spiel ist einfach nur darauf aus, dass man sich gegenseitig anmacht und angreift und so. Es geht doch nicht mehr um Skill. Damals. Aber das ging, naja gut, man musste manchmal sehr oft A drücken und sowas, ne? Da ging es noch um. Ja, aber guck mal, wie viele Minispiele hast du gewonnen und wie viele Münzen und Sterne hast du jetzt? Ja, das ist halt wirklich ein bisschen unbalanced, dass die Sterne so wenig kosten. Früher war es ja wirklich manchmal so, dass man an einem Stern vorbeigekommen ist und nicht genug Geld hatte. Genau. Na gut, mir kommt es aber vor, die Runde geht recht schnell, obwohl wir jetzt gesagt haben, jetzt 60 Minuten, Stunde, 10 Runden. Aber ist sie also fast, Alter! Ne? 15? Okay, guck mal, dann läufst du gerade zum nächsten. Und das ist mir mit Ollis Sohn auch passiert. Das ist einfach zwei Schritte darauf, dann einfach der Stern steht. Und du hast wahrscheinlich noch 5 Schritte. Wie ist das denn jetzt passiert? Wie ist das denn passiert? Ich, also ich weiß nicht, ob wenn Lars jetzt kommt, ob ich nochmal mitspielen möchte, ne? Ja, ich schon, aber ich glaube nicht mit Lisa. Ja. Hammer. Ja, wahrscheinlich steht sie jetzt. Danke, Fabian, an dieser Stelle, dass du mich eingeladen hast zu diesem Spiel, wo du nicht hingekommen bist. Mhm. Und mich? Ich find's Hammer. Ich glaube, Fabian hasst uns. Ja, es ist ungefähr, lädt uns zum Fight Club ein, aber er scheint selbst nicht. Will nur sehen, wie wir uns auf die Fresse hauen. Ja. Ich muss einmal kurz aufs Spielbrett gucken. Das ist egal, ist eh die letzte Runde. Ne? Ja. Ach so, ja. Aber ich... Naja, wenn du aufs grüne Feld kommst, dann... wenn das grüne Feld, dann greift dich hier... Blubelt der Booper dich weg. Der Blooper hieß er, genau. Ich wollte Squid Boy sagen. Hey, er hat viele Namen. Ich kann aber auch gar nicht... Der Maskierte... Hallo. Oh nein, das war das Milchfeld. Oh, da kann sie vielleicht noch einen Stern verlieren. Oh. Okay, das wäre ja jetzt richtig übel. Guck mal, wer da ist. Wer ist denn da? Oh no, 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 no. Den guckt sehr aufgeregt. Oh no, 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 no. Was muss mit dem Stern? Ja. Muss ein Stern weggeben? Ja, an Daisy, das ist ja das Beste. Ja, sehr schön. Okay, wow. Ich hasse dieses Spiel. Das ist ja wohl super lächerlich. Ich finde es zwar ein bisschen doof, dass es Daisy ist und nicht ich. Ich glaube, ich bin jetzt auf dem letzten Platz. Obwohl, du hast auch nur einen. Ich habe auch nur einen Stern. Was ist das für eine Scheiße? Shit, und sie ist jetzt auf ihrem ersten Platz. Alter. Alter, die ganze Zeit nur ein Ablosen gewesen, jetzt auf dem ersten Platz. Hätte es nicht wenigstens mich treffen können? Das ist ja ultra dumm. Kommt noch ein Minispiel? Ja. Okay, dann muss ich auf jeden Fall gegen Daisy... Turbopilz, keine Ahnung, was passieren kann. Das ist ja... Oh Gott. Guck mal, ich hab noch minus 2. Wegen Anastasia. Der Chat sagt, die KI würde immer gewinnen. Ah, come on. Ja, ganz gut. Nein, oder Quatsch. Ene, mene, mu. Was war denn das hier eben? Warum ist er da nicht reingekommen? Ich weiß es nicht. Das hier auch nicht. Nichts. Was soll ich mal am Kontrahenten? Oh Gott, wie dumm, ey. Hammer. Nur weil ich nicht über diese Blooper-Brücke gehen wollte. Ja, nur wenn du auf die grünen Felder kommst, ist es gefährlich. Ja? Ja. Ja, oh, ich wäre da gelandet, Feld, wo du stehst. Yep. Oh. Ich hasse Daisy. Ich hasse Daisy. Haha, 1. Ja, aufs Glücksfeld natürlich auch. Ihr kriegt jetzt wahrscheinlich noch ein das extra. Ist wirklich immer noch schlecht. Du hast ein Turbo-Pilz. Das bringt dir gar nichts, das ist die letzte Runde. Dummkopf. Ich einfach den puren Hass gegen den Computer schiebe. Schön. Okay. Oh, jetzt spiele ich auch noch mit der zusammen. Oh, das ist nicht aber euer Scheiß. Doch gewonnen. Ihr habt doch gewonnen bei diesem. Ja, aber dann gewinnt sie trotzdem, weil wir dieselbe Münzenanzahl kriegen. Oh Gott. Okay, was müssen wir machen? Okay, was? Auf drehe um deine Blockhälften. Was? Hä? Die Hälften zusammenfügen? Hallo, drück doch mal deinen Dödel. Achso, ja. Und jetzt schieb mal den... Jetzt schieb dich mal hier rüber. Hä, wie schiebt man das denn? Ich glaube, wir müssen einfach nur auf der gleichen Höhe sein. Muss ich denn noch... Muss ich irgendwas drücken? Nee.
Ich sehe leider nicht, wo die Öffnungen sind, ne? Oh, ich sag heute schon wieder Sätze. Ich weiß auch. Okay, wow, das ist ja. Ey. Easy peasy, lemon squeezy, ja. Ganz im Ernst. Ja. In der Übung bin ich immer richtig gut und dann verkacke ich. Ach. Nee, warte, meine. Ja, dreh dich mal. Genau. Ach so, man muss nur. Okay, ich versteh's. Wo sind. Ja, wir haben es schon drauf, ne? Mhm. Ja, klar. Hoi, poi. Hoi, poi. Oh, das kann nicht wahr sein, ey. Start. Start. Okay. Usso. Okay. Hat jemand einen Screenshot? Neu, neu. Okay. Ich war das. Easy peasy. Ja. Hä? Was? Ach so. Nee. Dreh mal um den. Ja, ich versuch's so. Dude. Ende. Wir haben nicht einen Punkt. Gewonnen. Oh, die Stimme. Abchecken. Ja, was ist denn da? Ach ja. Check. Extra zwei. Yeah. Oh, gibt's Münzen dafür? Na klar, wenn man abcheckt. Ah, geil. Abchecken kriegt man Münzen. Kann echt nicht wahr sein. Jetzt kommt die Abrechnung. Gucken wir doch mal. Das ist unfassbar. Wen werden wir jetzt hassen? Wer hat denn bloß gewonnen? Ich weiß es auch nicht. Daisy! Oh, was? Ach so, es gibt noch Bonussterne. Münzenbonus. Wer die meisten Münzen hat? Wer hat bloß die meisten Münzen? Glaub, Daisy, Platz ne? 1 vielleicht? Weiß ich auch nicht. Oh, ich? Oh. Was? What? Ich hab nichts gesagt. Du hast die ganze Zeit genörgelt und jetzt kriegst du noch einen Stern. Skandal! Das ist mein Move. Unglücksbonus. Den müssten Wirt und ich uns eigentlich teilen, oder? Unglücksbonus. Wirt. Teilen uns was. Hammer. Na, immerhin. Yeah. Was? Wer nicht die meisten Spiele gewonnen hat oder so? Ich hab die wenigsten Münzen. Jetzt? Ich glaube, Lisa hat gewonnen. Gerechnet. Ist das so schlecht für mich aus? Von Toad, ey, ganz im Ernst, gewinnt. Wir spulen mal 10 Minuten zurück. Dieses Spiel ist total random. Wer spielt denn sowas? Das sind doch keine Videospiele mehr. Ich liebe dieses Spiel. Ui, ich hab gewonnen. Okay, dann gehen wir jetzt in die Werbung. Ja, du warten darauf, dass Lars vorbeikommt und spielen eine zweite Runde. Und wehe, die gewinne ich nicht auch. Mal sehen. Bis gleich. Weg. Hey, wir sind wieder da und nur noch zu zweit. Ja. Aber Nasty ist jeden Moment zurück und hoffentlich auch Lars. Sie mag dich nicht mehr. Hä? Nur weil ich einmal dieses Spiel gewonnen habe, das finde ich schon völlig legitim. Aber es ist auch so, ach, das ist so mega random. Ja, es ist wirklich random. Ich frage mich halt auch ganz ehrlich, ob das Kindern so total Spaß macht. Ja, Erfolgserlebnis ist da, ne? Ja, aber ja immer nur voll kurz und wenn du es dann nicht mal beeinflussen kannst, ob du jetzt ein Erfolgserlebnis hast oder nicht, ist es doch irgendwie auch ein bisschen merkwürdig. Ich meine, gut, wenn du jetzt ein normales Brettspiel spielst und nur würfelst, ja, hast du auch keine Erfolgserlebnisse, aber... Hey! Nasty! Ja, aber es ist cool, dass du da bist. Ja, hier, J12 hat recht, ich bin total abgehoben, seit ich gewonnen habe, aber das passiert, wenn man bei Videospielen gewinnt. Ja. Merkst du ja bei den Jungs immer, wenn irgendwie Beef ist, ne? Ja. Wir spielen jetzt ein paar Minispiele, bis Lars da ist. Genau. Wir suchen nochmal. Ich habe das Spiel nochmal neu gestartet, weil ich dachte, okay, Lars kommt jetzt. Ist nur nicht da. Wann kommt denn Lars? Kann man ihn dann? Er sollte jetzt eigentlich schon da sein. Er sollte jetzt schon da aber sein, sucht aber er ist noch in der Aufzeichnung. Ja. Such euch die Charaktere aus. Wir spielen ein kleines Rhythmusspiel. Oh. Das ist gut. Rhythmusspiele sind fein. Stark. Normal. Hat uns schon gereicht. Fertig? Yeah! Yay! Wow. Es ist so ein ich war richtig motiviert. Aber es ist richtig gut, dass sie dafür diese... Schlaufen haben? Ja, und dass sie das überhaupt so gut einsetzen, dass man hier die Dinger bewegen kann. Ja, hier, das ist auch so eine Sache, da müssen wir die ganze Zeit... Ach, echt? Ich habe den Schlaufendödel doch in meiner Hand machen, damit ich safe durch die Gegend werfe. Also hier, wir können ja mal gucken, wie die Aufstellung ist.
Wer ist Yoshi? Position mit Position. Ich bin Yoshi. Okay, dann passt. Achso, wir müssen aufstehen? Nee, es passt. Wir können auch sitzen bleiben. Okay. Es passt von der Aufstellung, ne? Spiel hier ein Videospiel, steht auch nicht auf. Aber wolltest du nicht irgendwann noch ein gewisses Videospiel mit uns spielen? Da musst du auch aufstehen. Das ist wahr. Da muss man vor allen Dingen in Sportklamotten kommen, um das überhaupt durchzustehen. Ja. Ich habe das auch noch nie gespielt. Ne? Was? Aber ich habe eine geile Hose, die ich dann anziehen kann. Okay. Reflektiert sie sehr viele Farben. Nee, aber die hat ein cooles, buntes Muster. Shy Guy, bist du bereit? Ja, Mann! Shake, shake, shake. Jederzeit. Yay. Yay. Was macht Monty eigentlich? Gar nichts. Monty, schütteln. Okay. Als wär's Gemotion Capture. Ey, hast du das gesehen? Yeah. Okay, wow. Es tut mir sehr leid, ich habe immer noch einen sehr großen Pass. Fertig? Yeah! Los, komm! Oh, Maulwurf! Oh. Oh. Okay, Entschuldigung. Maulwurf, mehr Power, Power! Okay, ja, ich versuche nicht Training, mehr so wütend Euro, zu sein. Training. Aber dieses dumme Zopf-Zopf-Girl hat halt einfach echt Kacke gebaut beim Sterne verschenken. Achso. Spielen wir zusammen? Ja. Oder gegen dann? Keine Ahnung. Ich weiß, ich hab's nur kurz angespielt. Also ich glaube schon am Anfang. Was passiert denn jetzt? Erstmal im Tack. Was machen wir denn? Oh, zu spät. Ja. Warum kommt denn bei mir nichts an? Warum bewegt er sich denn immer? Nach oben. Okay, das war jetzt die Trainingsrunde und jetzt beginnt das Spiel. Ich check überhaupt nichts, aber cool. Moment, gleich geht's los. Vor allen Dingen hat meiner immer sich bewegt, wenn ich mein Ding nicht bewegt habe. Ja. Spießen. Okay, wow, sieht überhaupt nicht merkwürdig aus, aber gut. Ist das dumm? Zu früh, aber ich habe ihn doch gefangen. Da, ah, zu spät. Hä? Oh, hoppala. Ich habe meinen Düngen. Ich habe ihn doch gefangen. Jetzt bin ich komplett raus. Geil. Hammer. Yeah! Arme, was? Arme, die Geste nach. Timing per Trillerfall. Ja! Ja! Mit beiden Armen? Nee, ist egal, das merkt er ja eh nicht. Ach so. Ach, ich bin gar nicht dran! Jetzt treffe ich es erst. Oh, scheiße. Da! Nein! Ich mache immer, wenn ich nicht dran bin. Fuck! Hey! Jetzt war ich zu viel wegen dir. Oh, wer kommt denn da? Oh Gott! Wow. Oh Gott. Guck mal, wer da ist. Guck mal, wer das ist. Okay. Wir üben gerade schon mal ein bisschen Lasi. Ja, hat's ja angefangen. Ja, ich habe gerade schon eine Runde gewonnen. Sehr gut. Oh! Hä? Oh Gott. Alter. Hä, sollen die stehen bleiben, die Gläser, oder runterfallen? Stehen bleiben. Ich glaube, die müssen stehen bleiben. Okay, dann habe ich das Spiel nicht verstanden. Was macht ihr da? Wie geht das? Wir spielen gerade ein Minispiel. Nicht so, wie wir es machen. Und das, was wir gerade machen, ist auf jeden Fall komplett falsch. Oh Gott. Und du bist ja der Allerschönste. Danke. Okay, wow. Okay. Da freut sich richtig. Ja, Dina. Was ist da denn los? Süß. Ja, der Allerschönste. Oh. Ich hab dir meine Leine mitgebracht. Wie gefällt dir die? Aua. Guck so. Mal. Gut gefällt mir die, Dini. Und wer hat gewonnen? Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Endlich ist er da. Ja, du hast so lange auf mich gewartet, Kleiner. Wir haben dich sehnsüchtig erwartet, ja. Quasi.
Lisa, du hast gewonnen, oder was? Ihr darf auch mal gewinnen. Ja, ich habe eben die erste Runde gewonnen. Jetzt spielen wir gleich die zweite. Genau. Müssen wir uns richtig ranhalten. Wir halten uns jetzt richtig ran. Was muss ich machen, Wirt? Warte, ich starte kurz das Spiel nochmal neu. Uhu. Wo warst du denn, Mensch? Ich war in Piloten drin. Na gut. Wo fliegst du hin? Von einem Spin-off von Verflixte Klicks. Richtig. Pfiffige geil. Ziffern. Pfiffige Ziffern. Das ist ja. Willst du schon verraten, was da passiert? Ist ja nicht live, oder? Ups. Oh. Wir hatten sowas auch gehabt. Ja. Verflixte Stats. Kommt alles noch auf den Markt. Ah. Hey. Und hat gut geklappt? Ja, hat Spaß gemacht. Cool. Werden wir alles irgendwann mal sehen demnächst. Nice. So, was muss ich machen? Suchst du jetzt gleich erstmal, suchst du dir eine Figur aus? Genau, mit der du spielen möchtest. Und dann ist eigentlich alles nur Glück, weil es ist egal, wie gut du machst, du kannst auch richtig wieder verlieren. Okay. Es ist alles scheißegal. Jetzt mach ihren Sieg doch nicht so mal. Ja, allerdings. Ich habe mich so angestrengt. Sie hat sich so gefreut. Also ich glaube, ich habe Lisa noch nie so sich freuen sehen. Und dann, ist alles nur Glück. Peinlich. Okay, du bist Nummer 4. Ich bin 2. Ja. Und Susi jetzt. Ich spiele nochmal mit Cooper. Habt ihr schon irgendwie jemanden ausgesucht, sonst mache ich Yoshi. Nimm dann Yoshi. Ja genau, mit der Taste hier. Achso. Okay, dann sind wir drei wieder dieselben Charaktere und Lars ist Yoshi. Lars ist Yoshi. Sehr gut. Ja. Okay. Was wollen wir jetzt kurz nochmal sagen, wer ist, sonst sind wir vielleicht verwirrt, wer. Also. Wow. Oh ja. Richtig gut erklärt. Also, ich bin... Wir müssen uns nochmal freuen. Was muss ich machen? Yeah! Wir müssen uns alle erstmal einmal freuen. Weil wir zusammen eine Party feiern. Lars komplett überfordert. Okay, wir sagen mal, ich bin hier rot, Shy Guy. Lisa ist ich, hier... Ich bin gerade so ein bisschen am Einschlafen genau, gewesen. Links hier aber, die Schildkröte. Hä, wieso darf ich mich nicht bewegen? Weil das hier gerade die Hauptwelt ist. Nur der erste Kontrolle. Achso, Boy. Achso. Da. Lisa ist der Cooper Trooper. Ja. Lars ist hier Yoshi. Yoshi Nobler, ja. Und Nasty ist hier, wie heißt er mal, Maulwurf? Monty. 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 Monty von Stott. Okay. Ich bin mega niedlich, hallo. Ja. So, jetzt spielen wir eine schöne Runde Mario Party. Mario Party, und zwar nehmen wir eine Map, die wir noch nicht hatten. Am besten nicht die Frucht-App. Nehmen wir Wump-Domino-Ruine. Ja, ich bin für die Ruine. Die Wump-Ruine. Wump-Ruine. Wump-Dump. Ungefähr 60 Minuten, das kriegen wir hin. Wir haben das. Hauptsächlich muss man... Hauptsächlich hältst du den Controller so. Ja. Und die Spiele werden dann auch jeweils mal erklärt. Also wir üben die auch mal vorher. Also sind die Chancen immer gleich. Ich hab das hier auch schon mal, aber das vergisst man ja mal. Also das ist jetzt die neueste Version von Mario Party. Super Mario Party. Die erste Version, die jetzt für Switch erschienen ist. Okay. Aber das hat Fabian ja eben auch schon im Chat geschrieben. Man kann das anscheinend nicht auf der Switch im Handheld spielen, ne? Genau. Das ist so ein bisschen merkwürdig. Deshalb, das noch nicht vorstellen... ein bisschen vorspielen könnte. Naja, wir spielen einfach sofort, ne? Ja. Regeln kennen wir auch schon. Es ist ein Brettspiel. Hast du Mario Party generell schon mal gespielt? Ja. Okay, gut. Dann kennst du dich ja aus. Okay, jetzt nee. Anheben. Oh. Oh, endlich darf ich mal anfangen. Oh. Ich fange an. Dann kommt Nasty. Dann kommt Lasi. Lars. Und dann komme ich. Lisa. Es geht halt darum, dass du möglichst viele Sterne sammelst. Der erste Stern wird dir verteilt und der kostet immer 10 Münzen. Und die Münzen erspielst du dir entweder, indem du auf blauen oder roten, indem du auf blauen Feldern landest, auf roten werden sie dir abgezogen, oder indem du bei Minispielen gewinnst. Oder einfach viel Glück hast. Ja. Zufallsevents. Es gibt auch irgendwie Felder, wo einfach die Münzen weggenommen werden und andere bekommen die dann. Okay. Alles schon gehabt. Alles schon gehabt. Was passiert hier? Oh nein, was passiert? Oh oh. Ach, er versperrt jetzt im Weg. Na toll. Okay. So, danke, Wirt. Nimmst du eine andere Route? Ach, der Stern ist nur 12 Felder entfernt. Oh, guck mal, ich hab nur 1. Ich fang erstmal ganz ruhig an. Verbau hier nicht safe, alles so viel. So, du hast jetzt auch zwei Würfel zur Auswahl wahrscheinlich. Du hast einen normalen Würfel und wenn du nach links oder rechts dich bewegst, hast du einen Yoshi-Würfel. Der hat verschiedene Ziffern. Ja, eine 0 bis... Ich mach mal normal. Ja. Und jetzt muss ich hoch. Start. Jetzt kannst du entweder drücken oder du... Ich will so machen. Genau. Okay, los. Warum hat Fabian eigentlich nicht noch andere Maps freigespielt? Weil er es noch gar nicht gespielt hat. Für 3 Minuten lässt sich der Wump vorbei. Ich hab aber keine. Nee, mach's nicht. Nein, mach's lieber nicht. Oder man kann es ja ruhig machen, wenn du willst. Also so ist es nicht. Also du kannst auch die Spielbrett über. Achso, ich kann auch so hin, oder? In die Richtung. Du kannst auch nach links gehen. Und dann bewegt sich der Wumpf wieder. Oh, jetzt bist du bei dem Messer.
Ah, okay. Was will er jetzt? Er versperrt jetzt den anderen. Genau. Ja, gut. So eine kleine Hommage an das erste Mario Party, glaube ich. Da gab es eine ähnliche Map. Ach nee, ich wollte doch... Ach, egal, ich bin dumm. Schön, jetzt kommen die Minispiele. Erstes Minispiel. Entweder gibt's Teams oder wir spielen alle gegen alle. Alle gegen alle. Dean, alle gegen alle. Yay. Sport Battalion. Okay, jetzt können wir üben. Ja, Vorsicht. Wir müssen laufen. Ach, scheiße, von hinten kommen die. Was denn? Kann man da rein? Nein, einfach nur weglaufen. Kann man da rein? Wieso hab ich's denn so leicht da oben? Weil du Glück hast. Und ich mich hat sofort erwischt. Ach, dich haben die schon gefressen? Ja. Ich weiß, wie es geht jetzt. Ah, fuck. Wieso geht der nicht alle oben rum? Ist doch viel. Stimmt. Jetzt kommt so. Alle oben. Jetzt, ja. Jetzt, wo ich gehört habe. Und wenn nein. Nein, was ist los? Okay. Okay, das war's dann auch. Und jetzt musst du die beiden Schultertasten hier oben drücken, dann kannst du los. Sind wir bereit, alle? Alle bereit. Die beiden oben hier. Was? Ja, um was zu machen? Drücken, damit wir starten. Das war jetzt nur die Trainingsrunde. Also okay. Jetzt zählt. Jetzt geht's rund. Oh nein. Also ihr bleibt unten, ne? Ey, bin ein dicker Maulwurf, lasst mich. Verschwinde. Kann man nichts anderes machen, als zu laufen? Ja, ja, offensichtlich. Ja. Yoshi! Weg da! Ey, ich zu dritt hier. Oh doch. Ist unser Untergang. Warum tut ihr das? Gehen wir zusammen? Oh nein, sie kommen immer näher. Wieso bin ich so weit hinten? Oh, ich drücke doch so fest, ich kann. Nicht sterben. Aber es bringt nichts. Oh nein. Oh nein. Drück noch fester, drück fester. Ich kann nicht, ich rutsche gleich komplett. Oh shit, Hilfe. Oh shit, Hilfe. Oh boy. Hello. Den hilft dir. Nein! Oh, wie unfair war das denn? Alles gut. Dass man auch immer in der Proberunde ist, man immer gut. Und dann, wenn es ins Eigentliche geht, und dann muss man richtig, außer man es wird. Und ey, ich bin halt in der, alles ich richtig bin in der Proberunde hart. Rausgeflogen. Ich bin in der Proberunde sofort rausgeflogen. Ja, bla bla. Okay. Oh, ich hab ja gar nichts bekommen. Oh, Nassi, so salty! Ich bin noch ein bisschen pissed von der letzten Runde. Vielleicht merkt man es. Ja, nichts hab ich bekommen. Okay, zweite Runde. Oh, ich hab mich so geärgert, dass es richtig wehtut, wo ich hier mir gerade drauf gehauen habe. Oh, meine Güte. Jetzt geht's aber los. Oh, drei. Wo ist denn der Stern eigentlich? Weiß ich auch nicht. Können wir doch mal kurz. Da oben irgendwo. Hä? Warte. Oh, ja. Was ist das? Oh, was ist das denn? Transportiere ich dich um zu Himmels einem nein. Ich verstehe gar nicht, wann das überhaupt jemals sinnvoll sein soll. Ja, warum sollte man es jemals? Es ist ja nicht so, dass wenn du auf dem Feld eines Kontrahenten bist, dann du was machen kannst, oder? Gibt es eine Interaktion? Aber vielleicht, naja, aber wenn einer Nähe vorne des Sterns ist. Ja, eben. Ja, okay. Ja. Achso, oh, sorry, ich bin dran. Ich habe nicht aufgepasst. Nee. Oh, ich mach's richtig spannend. Erstmal schön Münzen weg. Er braucht schon Geld. Willkommen, spannend hier. Yoshi-Würfel, was geht ab? Und? Okay, ich glaube, Lars ist komplett auf dem falschen Weg, ne? Los geht's. Ey, das ist doch gut. Oh, jetzt kriegt einen Buddy jetzt. Ja, jetzt guck dir du. Kriegst einen Verbündeten. Lars ist auf dem falschen Weg. Wirt hat mir gesagt, ich soll auf den, in die Richtung gehen. Aber bei dem anderen gibst du Geld aus. Hör niemals auf Wirt. Wirt ist nämlich richtig mies. Nein, ich bin nicht mies. Aber guck mal, Wario, was hat der denn für einen guten Würfel? 6 und 9, oder was? Geil. Danke. 6, 6, 6, 6. Du musst 2 würfeln. Okay. Gut, ein bisschen Risiko. Ach so. Ein bisschen Risiko ist drin. Ich höre die wieder auf dich, Wirt. Okay. Diese Würfel sind echt nicht so geil. Ey, ich habe die ganze Zeit nur Einsen gewürfelt. Ich möchte nach da natürlich. Ja, das stimmt. Juhu! Wo denn? Oh, bitte mit den Sternen! Ah, ey, das wäre es jetzt noch. Schade. Ja, 15 Münzen. Aber ich Münzen, finde oder? Ein paar Münzen auch okay. Ein paar Münzen.
Ganz bescheiden. Alle gegen Nasty. Oh, Team. Ich bin mit Lisa. Ich bin mit Lars. Okay. Okay, geil. Lars, wir kriegen das hin. Ja. Munitionsmatte. Willst du jetzt wirklich Mathe machen? Ich hoffe nicht. Ach so, nee. Aufgabe, ich weiß, was wir machen müssen. Oh nein! Das ist ja richtiges Mathe. Ja, aber wir müssen einfach nur hüpfen. Alles cool. Spring! Spring doch! So, wir müssen jetzt versuchen, die zu übertreffen. Mehr als 24. Okay. Das ist ja einfach nur Glück. Oh, scheiße. Das Mensch, das ist ja was ganz Neues. Also so nicht jetzt gleich. Wir machen das schon. Wir müssen ich dachte, wir müssen richtiges rechnen. Deswegen ist so, okay, Kopfrechnen. Kann ich ein bisschen? Kann mich schnell blamieren? Okay, ich glaube, wir haben es gepeilt, oder? Ja. Also das ist ja, jetzt das ist ja völlig... Oh! Ja, so, so machen wir das. Sehr gut. So. Okay. Gut. Ach, jetzt auf einmal, wir das ne? Ding richtig weg. Guck mal, wollen wir irgendwie, willst du zuerst oder ich zuerst oder so, das ist egal. Ich kann ja auch zuerst springen, ich bin ja ganz links, deswegen. Joshi, hast du es begriffen, wie es geht? Joshi hat es begriffen. Dann musst du hier oben die Schultertasten drücken. Was muss ich? Die beiden Schultertasten drücken. Joshi hat es begriffen. Ach so, das ging noch gar nicht los. Das war die Trainingsrunde. Schon wieder. Ja, aber ab jetzt habe ich es wirklich begriffen. Also du springst zuerst, ne? Wir haben aber nur 10 Sekunden, musst du fahren. Ach shit. Es tut mir leid. Also aber mehr. Ein bisschen mehr. Mehr. Sehr, sehr gut. Aber das ist ja wirklich pures Luck einfach. Ja, jetzt ist wirklich. Ey, komm. Oh, oh shit. Oh, yes! Shit. Sehr gut. Shit. Oh no. Ich würde mal sagen, wir haben die schon zerschreddert. Also naja, nicht so, freu dich nicht zu früh. Ja, guck mal, die müssten jetzt auch eine 36 haben. Ja. Sonst nur entschieden. Na ja. Komm. Ja. Shit. Das? Schnell. Oh Gott. Aber zu. Na gut, okay. Verdammt. Nice. Nicht verdammt, aber. Was? Sehr gut. Jetzt müssen wir auch digital abklatschen, damit wir noch die Punkte bekommen, oder? Gibt's da noch? Gleich bestimmt. Fertig? Yeah! Yeah! Diese scheiß Sprecherstimme macht mich auch mega aggressiv. Fertig? Letzte Runde! Fertig, yeah! Was zur Hölle, wer hat denn das eingesprochen? Entschuldigung, was ist sehr... Hast ja recht. Sei froh, dass du das eingesprochen hast. Ja, man fühlt sich wirklich nicht mehr unbedingt als die Zielgruppe, ne? Nee. Aber wie gesagt, ich habe das sowieso eigentlich nie in diesem Spielrundenmodus gespielt, sondern immer nur, wenn man alle Minispiele frei hatte. Ja. Minispiele gegeneinander. Dann immer schön Button mischen. Ich. 6. Okay, holt sich schön den ersten Stern mal wieder. Ja. Lol, nur weil du als erster dran bist. Weil er den Anfänger einfach in die völlig falsche Richtung gelotst echt hat. Mal. Ach komm, das ist... Ja, aber zahl den mal nicht, was willst du denn da? Nee, geh mal da hin, ja, ja. Ganz weit weg. Damit ich den Stern holen kann, aber vielleicht... Damit du den zweiten holst. Toll wird. Ich freue mich nicht. Das ist mein Charakter, der sich freut. Das ist mein Avatar. Ich freue mich, sondern mein Avatar. Ja, das überträgt sich auf deinen Avatar. Oh, Lars, gehst du gerade nicht in die Richtung? Doch. Dieses dumme Pilzzöpfen, girl, macht mich auch schon wütend. Alles macht mich gerade sehr wütend. Mann. Okay. Holt den Salzstreuer raus. Was mache ich denn? Mache ich den oder mache ich den? Mache ich den. Mein ist mein Charakter sehr niedlich, zum Glück. Upp. Also dein Charakter hat definitiv eine coole Bewegung. Die ist ja, hier, komm, nimm noch 3 Münzen. Ich hab doch nur 7. Ich hab überhaupt nicht gerafft, wo der Stern... Ach, da! Aber wie kommt da hin? Glücksfeld! Oh nein. Nice. Ja, gut. Ah, gut. Was? Mehrere? Es kommt meine kleine Hamburger-Box, ja. Krass, okay. Ach nee, ja, schon hier. Jetzt auch andere Würfel verwenden. Ja, ich kann nämlich auch den Valium-Würfel. Genau. Das sind nur 6 außer 2. Ja, komm. No risk, no fun war schon immer mein Motto. Und Valium würfelt ja auch noch mit. Ja, aber wenn er -2 hat, hat er -2. Oh, ja. Okay. Nicht schlecht. 8.
Oh, jetzt kannst du hier noch schön was einkaufen. Hast du dafür schon genug? Hast du genug Cash? Was habe ich denn? Wie viel habe ich denn? 9. 9. Ja, was bringt mir das? Ja, da steht's ja. Wurf plus 3, gegnerischer Wurf. Ja, ja, damit braucht das. Moment, läufst du jetzt gerade im Kreis rum? Ich habe gar nichts gemacht. Das ist das Spiel. Er konnte noch nicht wieder entscheiden. Aber ja, er läuft im Kreis. Ja. Aber jetzt läuft er in die richtige Richtung. Es sei denn, jemand kommt wieder aus dem Wurmfeld. Bisschen wie das verrückte Labyrinth. Ich nehme den normalen Würfel. Wo sehe ich denn, wo der Stern ist? Guck doch mal auf die Karte. Ich glaube, ich laufe gerade hin, ne? Also ich kann jetzt Genau, links. Ist gleich ein Kürz. Ja, wenn ich nach links gehe, ist besser, ne? Ja. Du könntest natürlich jetzt Geld zahlen, damit du an mich rankommst. Weil ich ja schon ein bisschen weiter weg bin. Das geht ja in die Richtung. Und ich laufe ja in die Richtung des Sterns. So machen wir das nämlich. Immer schön Geld zahlen. Aber darf ich mir das jetzt auch aussuchen, wo ich hin möchte? Oder komme ich jetzt. Hä? Wow. Hä? Danke, Wirt. Hallo? Ey, Mann! Ich dachte, du kannst dir jemanden aussuchen. Das war jetzt keine Absicht. Sag ja nicht, aber hört doch nicht auf Wirt. Was für eine Scheiße. Oh Gott, ich fühle mich gerade das größte Arschloch. Oh mein Gott, ich fühle mich gerade mega mies. Jeder, der auf Wirt gehört hat, ist sehr. Oh Mann, ey, das ist keine Absicht. Ich dachte, man darf mich für bezahle 5 und darf mir das nicht aussuchen. Komm, Fremdheit. Du hast schon gewonnen. Ich dachte auch, du darfst aussuchen. Wie dumm. Gewonnen, so zerronnen. Was? Doppeljump. Doppel. Aha. Und das ist jetzt einfach so oft, wie man will, oder was? Aber kein Bomben. Bis die Zeit, glaube ich, um ist. Okay. Okay, ja, starten wir mal. Damn it. Oh shit. Oh nein, alles wieder weg. Ja, ich hab's auch gerade verkackt. Oh, nein, schon wieder alles weg. Okay, cool. Ja, geil. War richtig erfolgreich. Oh Gott, der Typ, Alter. Oh yeah, wenn ich eins kann, dann Münzen einheimsen. Nachher kommt Toad wieder und sagt, ich glaube, Toad wird gewinnen. Ja. Können wir das Spiel ausmachen und gehen. Ja. Nee. Wow. Ereignisfeld. Jetzt passiert was. Oh, oh. Okay. Oh, shit. Na toll, Wirt. Kannst du nicht einmal aufpassen? Oh boy. Okay. Ach komm, es wird. So ein Quatsch. Hä? Okay. Ja, zurückgeworfen. Ja, bin ich doch dabei, nerv mich nicht. Es tut mir leid, ich krieg wieder bessere Laune gleich. Es tut mir sehr leid. Vielleicht sollten wir mal beim nächsten Mal was anderes spielen. Was gibt dir denn gute Laune? Oder wovon hast du gute Laune? Oh Gott, oh, zum Glück hab ich den. Hallo, aber ich will gar nichts eigentlich. Kauf was Cooles. Ich habe aber gar kein Geld. Und die habe ich ja. Oh, Entschuldigung. Deswegen habe ich jetzt aufgespielt. Ich möchte nicht. Feierabend. Lass mich. Hä, laufen wir alle die ganze Zeit nur im Kreis? Ja. Los geht's. Plus Turbopilz. Ja, sicher. Hä? Ja, ja, du hast so, ja, musst du noch würfeln und dann. Ja. Uiuiui, das war knapp. Alter. 11. Und jetzt muss ich mich entscheiden. Schön geradeaus. Hier, oder was? Wo ist der? Schön geradeaus. Nee, geradeaus. Ich sag nichts, Nasti. Du kannst auch, wenn du hier auf den linken Knopf drückst, die Spielbrettübersicht. Ah, das ist natürlich smart. Und wenn du noch hier nach oben drückst, dann läufst du im Kreis. Du läufst ja da wieder nur im Kreis. Sowas da ist nur Kreis, deswegen ist hoch viel schlauer. Mhm. Aber ich kann jetzt gar nicht noch weiter nach oben gucken. Doch, du kannst zoomen. Okay, keine Lust. Und links. Nee, jetzt kann ich hier nochmal gucken.
Wie kommt man denn da hin? Da, genau. Da hoch. Achso, oh Gott! Viele Dingsies hast du? Du hast richtig Lage. Oh, nee. Zehn Schritte. Aber 10? Gut. Hier. 10 Schritte noch. Guck doch mal, wie weit du kommst. Ja, hat er auch gesehen. Achso, okay. Hab ich nicht aufgepasst. Was wird das jetzt? Du kannst dich zu einem Kontrahenten teleportieren. Nee. Das ist gar nicht so schlecht, wie gehört. Nächstes Mal, Kollege. Hoch, hoch. Rum. Oh, geil. Okay. Sauber. Oh, Kinder. Okay. Wow. Ja, dann möchte ich immer auf meinen Glücksfeld. Ach nee, das ist ja nur ein Item. Kriegst kostenlos ein Item. Okay. Schon wieder? Das kriegen wir hin. Ja, okay, Nasti, jetzt. In eisigen Höhen sind wir jetzt. Das ist doch genau unser Ding. Okay. Okay, was müssen wir tun? Skulptur entstehen. Schabe das Eis so schnell wie möglich. Achso. Ach, mit. Oh Gott. Ja, hier kommt die. Ich schlag mich voll mit der Schlange hier. Mit dem. Schnurdödel. Müssen wir das einfach nur schütteln oder kreisen? Kreis drehen. Wieso geht's nicht mehr weiter? Achso. Weil wir schon durch sind. Achso, okay. Wir sind schon fertig, deswegen. Klar. Okay, verstanden. Ja, okay, einfach überambitionierter wird, ey. Aber ich hab jetzt keine Kraft. Ja, genau. Warum dreht ihr denn nicht so schnell? Du brauchst doch gar nicht mehr die Schale, nicht unter dir. Was macht wir denn eigentlich? Wir haben ihn verletzt. Lass mich schummeln, die muss auf meiner Seite sein. Mach doch! Oh. Das ist anstrengend. Oh Gott. Aber wir haben nichts mehr. Ich hab auch nichts mehr. Ist egal, wir sind die Höchsten. Sicher? Ist das nicht genau gleich hoch? Nein. Oh nee! Ja! Oh Gott, ist länger. Ja, ja, ist länger. Das hat Dean geschafft, ganz allein. Yeah. Ich hab's gar nicht mitbekommen, dass die Pinguinoten sich da bewegen. Ach so. Oh. Ah, Dean, danke. Oh, verdammt. Mein Handy ist voll gesabbert. Das war nervenaufreibend. Hammer. Sehr, sehr gut. Ich wusste nicht, dass du das mehr abwischen kannst. Ich bin allergisch gegen Hund. Ich dachte, es geht nur darum, schnell zu sein. Ja, dachte die ich Höhe. Auch. Ich hab's gar nicht mitbekommen mit der Höhe. Ich auch nicht. Naja. Ich hab auch gar nichts mitbekommen. Total außer Atem. Ja. Und wir wollen noch Just Dance spielen hier. Ja. Oh, da schwitze ich wieder wie blöd, ey. Den Arm bewegt schon voll. Puh. Aber diesmal wirklich hier, nicht im Kaminzimmer, ständig den Kopf anschlagen. Nein, das machen wir richtig. Ich bin auch dabei, Lars. Ja, sehr gut. Lisa dabei, Nassi ist auch dabei, ne? Na klar. Just Dance. Hammer. Freue mich drauf. Eine richtige Crew sind wir. Warum machst du denn hier jetzt einen goldenen Stein? Weil ich so lieb bin. Aha. Okay, das halte ich für eine falsche Aussage. Aber okay. Es war eine Frage, es war eine Frage. Es war eine rhetorische Frage. Ihr hättet nicht antworten müssen. Das ist jetzt das neue FIFA, oder was? Ja. Dachten sich dieses Jahr mal ein bisschen anders. Ich stehe immer noch 3 Felder vom Start entfernt oder sowas. Das nein, auf gar keinen Fall. Das ist gut. Auf gar keinen Fall. Wo soll es denn hingehen? Ja, das weiß man ja eben nicht. Kann ja nur was. Boy. Was ist das? Ein Münztornado? Münzklaus. Okay, ja, kann ich nicht mit meinem Stern kriegen? Cool. Nee, ich geh jetzt, obwohl, er ist dicht hinter mir, ne? Ja, scheiße drauf, ey. Wario ist dein Kumpel. Ach ja, Kollege ist ja. Oh oh. Aber trotzdem 2, ne? Ja. Soll ich das was sagen? Ich weiß auch nicht. Ja, habt ja keine andere Wahl. Ach nee, ich kann oben. Ich würde nicht auf das grüne Feld gehen. Obwohl, doch, was? Du kommst ja nicht auf das grüne Feld. Das Problem ist, wenn du auf das grüne Feld kommst, dann. Warte mal, wenn ich hier. Auf jeden Fall nicht aufs Pechfeld. Ist das schlecht hier? Nee, ist das schlecht? Nee, ist das schlecht? Blau ist gut, blau ist gut. Ja, dann geh ich doch da hin. Wie viele Jumpies hast du noch? Oh. Also Schritte? Oh. 2? Na dann. 2, dann geh ich doch da hin. Ja. Egal, wo du hingehst. Warum duckt sich Yoshi immer? Weiß ich auch nicht. Okay. Komm, ich mach mal wieder Kupferwürfel. Oh ja. Den Turbo-Blitz.
Ich muss doch endlich mal aufholen. Und jetzt eine 10. Computer sagt nein. Yes. Oh, ich glaub's ja wohl nicht. Ui. 15. Oh, hi, Gesundheit. Gesundheit. Wie viele habe ich noch? 4. 1, 2, 3. Da kommt's auf ein Pechfeld. Nee, aber das Pechfeld oben ist da nicht. Ja. Doch. Doch, wenn nee, du, das ist erhöht. Nee, wenn sie direkt nach links geht, kommt sie auf das Pechfeld. Mhm. Nee, das auch ist erhöht. Nein, 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 sie hat auch schon recht. Ich weiß es nicht. 4 gegen 4. Ich weiß es nicht. Wir haben keine Werbungsanzeige mehr, ne? Eine Werbungsanzeige? Der Weg zum ja, Reichtum. Wir, haben, wir hätten gerne Angst. Okay. Oh, nee! Okay, wer getroffen wird oder... Oh. Okay, hä? Wie soll man das denn machen? Ich sehe schon. Wer getroffen wird oder runterfällt, verliert Münzen. Alter. Geht das überhaupt ums Ankommen? Ja, ne? Oder nur Münzen? Schauen. Wann kommen denn hier überhaupt mal wieder Münzen? Man kann halt leider noch nicht mal springen oder so. Kannst nur rennen. Yoshi! Oh, der läuft dieser zurück. Alter, ist sie gierig. Alter, ist sie gierig. Ja, das ist die Frage, was ist denn wichtiger? Ja, überleben oder Geld, ne? Yoshi, du musst noch bestätigen. Aber das ist eine ernsthafte Frage. Geht es darum, als erster ins Ziel zu kommen? Schon mal nicht, ne? Nee, ich glaube, es geht darum, nur die Münzen einzusammeln. Ja, Münzen einsammeln. Also kann man ruhig zurückrennen. Okay. Oh Gott, die sind ja ganz anders als vorhin. Hä? Hä, das war aber in der Probe nicht so. Sorry, dass ich krank bin. Alter, warum kann ich denn immer in der Probe irgendwas machen und ansonsten gehen? Hey, Yoshi, hör auf, wegzudrängeln. Warum? Oh, ist nervt. Aua. Nee. Hey, hey, hey. Ey! Nein! Aua! Ach, komm mal! Aua, nochmal 2! Lauf! Oh, komm, 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 da muss doch noch was sein! Ende! Oh, das ist die schlechteste Runde aller Zeiten. Wer ist am Morten? Ey, ich bin am Anfang mega dumm gestorben. Ich bin am Anfang nicht so dumm gestorben. Ich bin so cool, ich bin nasty. Stimmt's gehen? Oh, wir haben wohl anscheinend irgendwas nicht gelesen, sagt der Chat. Was denn, wieso? Wenn wir die Minispielbeschreibung gelesen hätten. Aber wir haben doch trotzdem... Ja, lesen kann ist klar ein Vorteil. Ey. Stimmt, hätten wir auch irgendwas Cooles machen können. Wahrscheinlich. Ich hab keine extra Würfel oder so. Ohne den Scheigerwürfel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Was ist das? Klaue einem Gegner 5 bis 10 Münzen. Mhm. Hm, gefällt mir. Aber was habe ich dann davon? Naja, wenn jemand vielleicht fast Stern holt, eben die letzten Münzen wegnehmen, damit er sich keinen Stern holen kann. Ja, aber an Münzen mangelt es bei dem Spiel nur wenig. Das stimmt. Das stimmt. Das Spiel hat ein Problem mit Inflation. So, ich habe jetzt 4, ha? Huh? 1, 2, 3. Guck, siehst du da? Ach so, das ist ein, das, was ich gesagt habe. Okay. Ich bin nämlich aber nicht da hier. Ich lüge nicht. Dass ich hier als Lügenbaron jetzt abgestempelt werde. Verbündeten! Oh nein. Piatsch! Ich nicht jemand Cooles kriegen? Oh, Zed gibt's noch nicht. Sagt jemand Cooles. Buzet auch nicht. Oh, 2, 4, 4, 4 und 6. Ne? Okay. So. Ja. Ach Gott! Ei. Ei. Aber 1 kannst du vor. Und jetzt kommt auf das Versus. Oh, das hatten wir noch gar nicht gehabt. Nee. Spielen wir jetzt ein Spiel. Ein Vibrationsspiel? Was ist ein Vibrationsspiel? Geil. Ein Vibrations? Okay, wir setzen jetzt die Münzen ein. Müssen wir. Aha. Bestimme, wie viele Münzen jeder einsetzen muss? Ich bestimme das jetzt. Du bestimmst es. Springen, ja. Jeez. 10. Come on. What? Und was? What? Ich hab doch schon so wenig. Ist jetzt wie ein Einsatz, ne? Mhm. Das heißt, ihr kriegt 40, wenn ihr gewinnt. Drücke, wenn du Vibrationen spielst, oh. Okay. Haben wir die eingestellt? Ja. Ich
spüre noch nichts. Oder hat Fabian die ausgestellt? Ich spüre keine Vibration. Ich spüre auch keine Vibration. Ach so, muss ich vielleicht... Okay, ist das dumm. Muss ich vielleicht die drücken? Und nee, es müssen die Controller müssen. Aber ich glaube, Fabian hat die ausgestellt. Das ist natürlich blöd. Das dann machen wir, ist doch sowieso. Aber wir haben alle unsere Kinder. Ey, wenn wir wieder kriegen, ja alles wieder. Also alles gut, alles cool, alles cool. War richtig gutes Vibrationsspiel. Ja. Hammer. Wie wir auch alle so. Radio. Ach, scheiße. Ich bin dumm. Naja. Hallo. Oh, jetzt kannst du was ganz. Gesundheit. Außer, oh, ich weiß, wer einen Stern hat. Aber 30? Ah, come on. Du glaubst gerade. Stern. Stern. Oh, ich kann mich nicht. Du bist ein guter Mensch, Lisa, weißt du das? Ich nehme den Stern. Ich weiß von dich! Okay. Ich wollte gerade sagen, dass du ein guter Mensch bist, aber das nehme ich zurück. Weißt du, ich habe ausgerechnet, dass ich dann immer noch am meisten Münzen hätte und deswegen habe ich den Stern genommen. Sehr, sehr gut. Ich hätte das auch gemacht. Ja. Wirt hätte das auch gemacht. Ja. Nein! Nein, ich bin ein guter Mensch. Schneller, als wir gucken können. Ja. Und dann hat er wieder gesagt, ja, geh mal lieber links lang. Mann! Boah, Yoshi guckt aber mal richtig traurig. Ey. Aber ist dieser Stern jetzt noch da, der da rumlag? Ja, der ist immer noch da. Ja. Nur Wirt hat seinen Stern. Nimm Wirt hat keinen Stern. Ach, schön. Dieses Klebsi hinten ist übrigens super nervig. Sorry, ich musste die einfach markieren. Ja, ist ja alles gut. Zärtlich Wirt am längsten. Was? Senkrecht halten. Senkrecht halten. Oh. Ich habe das Gefühl, ich halte das immer falsch. Wiegler streicheln, ohne ihn aufzuwecken. Oh nein. Was? Okay. Los, streich ihn. Zärtlich. Schön zärtlich, oh, Lars. Ja. Ganz smooth, Lars, genau. Was ist denn das für ein bekackter Mist? Okay. Also das Spiel mit dem schlafenden Hund, wenn er aufwacht. Shoryuken! Okay, es geht gar nicht. Sie ist Hundebesitzer, natürlich kann sie das. Hä? Aber Mom, ernst, wir gehen jetzt zu einer schlafenden Raupe und streicheln die? Ja, aber guck mal, irgendwann wacht sie auf. Okay. Oh. Wenn du es zu doll machst. Du kannst auch bestätigen, dass du es... Lars, wir sind so weit. Haben wir es verstanden? Okay. Okay, wir schleichen uns echt hin, um sie zu streicheln. Ja, hallo, wir streicheln dich jetzt. Das ist so eine Tierdoku, wie Steve Irving. Gut, mach's raus. Ja. Es kann anscheinend sein, dass sie jederzeit aufwachen kann, ne? Ja. Also. Jetzt will ich Stopp machen. Nee. Oh, na toll. Und ich krieg hier, nachdem du ihn so grob angefasst hast. Ich fass ihn nicht mehr an. Oh, oh. Okay. Oh, shit! Oh. Oh, Jesus. Oh, boy. Tja, und wir werden jetzt gejagt. Na gut. Finger nice. Ja, ich hasse das Spiel. Lernen wir daraus, niemals zu schlafen, eine Raupe streichen. Ja. Wird halt kein Cash. Als Kind würdest du dich richtig erschrecken, oder? Ja. Wenn die, ja. Alter. Okay. Okay. Wir müssen. Ja, hier. Dicke Maulwurf. Noch? Der klaut das wahrscheinlich gleich wieder zurück. Warum denn mich? Ich hab doch am wenigsten. Oh, Kapitalismus. Ja.
Ah, fuff. Ich hab nur noch einen. Es ist einfach nur Pech hier. Okay. Mach ich das jetzt hier auch nochmal, ne? Ich will auch ein paar Menschen wieder haben. Du kriegst wahrscheinlich nicht die gleiche Anzahl wieder, ne? Mein ja nur so. Wieso? Achso, das ist nur 5 bis 10. Das heißt nicht, dass es. Achso. Wahrscheinlich kriegst du jetzt 10 Münzen wieder. Ist mir auch egal. Hauptsache, ich krieg ein paar Münzen. Ich bin ganz weit unten. Ach, genau 8 wieder. Na toll! Klopf auf den Bauch. Gebracht. Viel gebracht. Ja, hey! Ich hab mir nur wieder zurückgeholt, was mir gehört hat. Du hättest diese Fehde unter uns brechen können. Nö. Muss ich denn eigentlich? Spielbrett. So, das war, wo hab ich gesucht, sorry. Du willst doch zum Stern. Ja, was ist denn deine Reichweite, haben die gerade gesagt. Kommst jetzt dran vorbei. Du musst nach rechts. Nach rechts. Also diesmal sage ich auch die Wahrheit. Glaube ich. Ja, oh, da bin ich. Ja. Kann ich mir ein Sternchen kaufen? Ach, blöder, das erste Mal? Blöder, fetter Maulwurf. Jui. Dankeschön. Da steht schon, ihr müsst Wirt platt machen. Warum? Was steht? Der Chat sagt, wir müssen Wirt platt machen. Im Moment würde er seinen Willen kriegen. Bitte in meine Richtung. Jetzt müsste eigentlich auch schon die dritte Runde an. Schon dran vorbei. Nach oben. Okay. Da sind doch alle gerade dran vorbei. Nein, da laufe ich doch gerade hin. Whee! Tuckabee, oh. Dam. Ich verliere einen Stern. Oh, ich hab doch immer Pay. Das reicht. Niemand mag dich. Dein Stern wird versetzt. Oh, was? Das gefällt mir. Wuhu! Ich hab doch schon so wenig. Hallo. Danke, Naschke. Oh, ey. Dankeschön. Also gut. So, jetzt mal wieder, komm. Zack. Oh. Itemfeld. Was geht ab? Oh, was ist das denn? Hä? Ein Verbündetenfon. Du kannst einen Verbündeten anrufen. Es gibt mittlerweile Handys in der Mario-Welt. Kannst dir noch einen Verbündeten holen? Hast du zwei Buddies, die mit dir rumgehen. Geil, die dann auch würfeln. Ja. Ja. Nice. Oh, ich gehe jetzt voll den Umweg gerade, ne? Naja. Was anderes ja eigentlich. Tür zu. Oh nee! Oh. Jetzt wird der Weg noch weiter, oder was? Minigame. Erstmal ein Minispiel. Alle gegen Nasty. Oh. Oh, tatsächlich. Warum? Weil du böse bist. Ich hatte gerade Pech. Noch mehr Pech. Saubere Arbeit. Nee. Ich saug alles weg, Leute. Wir saugen ja alles weg. Das ist ja der Hammer, ey. Ey, wir müssen uns verständigen gleich. Ja, wir müssen jetzt alle nach oben. In welche Richtung? Okay. Wer ist unser Captain? Du. Oh, nee. Lisas Captain. Lisas Captain. Ja, die Frau muss sagen, wo man lang geht beim Sport oder was, weil die mich verarscht. Das meinte ich jetzt nicht, aber ich meine. Ja, okay, wir gehen jetzt alle nach rechts. Na, jetzt Lisas alle ist unser Captain. Was heißt rechts? Nach oben. Was heißt alle rechts? Okay. Ich wollte eigentlich nur damit sagen, egal was du machst, die Frau hat immer alle recht. Alle nach unten! Ja, machen wir doch! Ja, sind wir. Aber. Da kommen wir nicht hin. Aber doch. So. Schildkröte. Und okay, wollen wir? Achso, wir haben noch gar nicht gespielt. Ne? Okay. Stimmt. Okay. Captain Lisa? Ja. Erstmal in die Mitte. In die Mitte. Und jetzt nach unten? Ich versuche kurz in die Ecke. Und jetzt alle nach oben. Ah ne, da noch. Jetzt alle nach oben, genau. Ich versuche den noch. Hammer. Dreh dich um, Lars. Hab ich noch. Oh Gott, ich glaube nicht, dass wir so viel. Vielleicht sieht unser Staubsauger nur kleiner aus. Ich glaube, ja. Nein! Mein Sack ist größer. Oh Mann, ey. Das ist doch auch nicht machbar. Das ist nicht machbar.
Oh Mann, ey. Schaffen wir das noch zu Ende zu spielen? Ach komm, Age of Empires kann ja ein bisschen warten. Wir machen das zu Ende. Stimmt's, Regie? Wie viele Runden haben wir denn noch? Ja, ja. Zwei oder so? Ja, das kriegen wir hin. Drei. Drei. Ja, komm, ja, das ist doch. Einfach schnell die Textbox hier wegdrücken, ja. Bla bla bla. Ja, ja, ja. Mal schauen, wie er jetzt auf. Na, wen liebt Tod wieder? Hm. Na. Das ist halt so ein Geschwachsinn. Hallo. Scheiße. Okay. Aber du hast ein Verbündeten-Telefon dafür. Nee, ich habe kein Verbündeten-Telefon. Nein, du kriegst ja nichts. Jetzt können wir telefonieren. Oh ja, ich Hallo, Lars. Ja, hallo, wie jetzt? Kannst du mir ein bisschen Geld leihen? Ja, ich schicke dir. Ja, mach doch. Oh, was ist das? Also hier steht, im Chat steht, alle wollen nicht Rage gucken, sondern das hier zu Ende schauen. Okay. Finde ich in Ordnung. Ab und zu ist Chat auch mal... Ja. Oh, dass man das nicht alles überspringen kann, ist ja, wir verstehen es doch. Marco ist doch sowieso nicht da. Gesundheit! Seid ihr mich hier mit mich erkältet? Oh Gott. Ich rufe mal erst einen Verbündeten an. Okay. Aber who ist geil? Ja, Herz hat 13. Das ist alles vorbei. Das halten wir wohl aus und Mare. Ich werde sterben. Böse Kumpel. Es ist hier doch auch gerade super spannend. Ja. Es kann sein, dass Wirt gewinnt. Wenn der Computer nicht lügt. Ja. Ich nehme diesen Stern an. Der Chat sagt, du bist auf das Spiel allergisch, Lars. Vielleicht ist es da. Allergisch gegen zu viel Bullshit. Oh Gott. Hä, du hast einen Stern, oder was? Er hat sich gerade einen zweiten Stern gekauft. Oh nein. Wirklich? Hä? Hä? Oh Gott. Okay, wir... Du Fuchs? Ja, Jacob im Chat hat absolut recht. Gleich wird aufgelöst, dass der beste Mario Party Spieler der Welt für mich gespielt hat. Das finde ich eine ganz gute Idee. Und dann wird völlig fertig. Fabian spielt heimlich für mich. So ist es nicht. Oh nein, jetzt laufe ich dran vorbei. Ey, weißt du was, Lisa? Ja? Ich klaue dir meinen Stern. What? Komm mir meinen Stern zurück. Rache, ach, come on, das ist der einzige Stern, den ich habe. Rache, jetzt blüht Würst. Wo Nasti kann ich auch so wenig leiden. Züge es nicht in die Länge, die Leute wollen. Ey, wisst ihr was? Spielt untereinander Schere, Stein, Papier. Der nein, das machen wir für dich bestimmt nicht. Ich bin okay. Los, komm, spiel. Ja, komm, auf gar keinen Fall. Mach. Komm. Oh, man. Der Verlierer verliert seinen Stern. Ah. Okay, Schach. Okay. Schade, Lisa. Schach? Schach. Ich kann auch zufällig drücken, aber ich fand das irgendwie viel nicht. Schöner. Ich fand es so schön, dass ihr euch gegenseitig bekämpft habt. Ach, das ist schön. Ah, ich ernähre mich davon. Weißt du, dadurch, dass ich eben schon einmal völlig seriös gewonnen habe. Seriös? Das ist so schön, so ausdrückst. Sterne halten. Okay. Zurücklehnen. Oh shit. Oh, bist du auf mega Pech. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Musst du vielleicht einen Stern abgeben? Oh nein. Oh nein. Kann man auch Stern verlieren? Oh. Ja. Oh. Jetzt bekommst du einen Stern. Mach weiter. Drück weiter. Wieso ich? Weil du der Letztplatzierte bist. Bin ich nicht. Bist du nicht? Wer ist der Letztplatzierte? Ich nicht. Hä, echt nicht? Ich? Oh, du kriegst ihn wieder. Das ist einfach das beste Spiel der Welt. Spiel's auch direkt. Wow. Hammer. Dass alle davon ausgingen, dass ich der Letztplatzierte bin, ist ja wohl auch sehr. Aber es wäre gut für dich gewesen, wenn du der Letztplatzierte gewesen wärst. Ich weiß. Man wird bestraft dafür, dass man bisher so gut war. Ja. So gut. Eieieiei. Oh, ich hänge hier immer noch, aber ich habe das Gefühl, ich bin da schon. Rache ist Pupu. Oh, oh Mann.
Das war ja großartig. Das war, der Stern wollte einfach nicht bei dir bleiben. Ja. Ja, aber immerhin konnte ich sehen, wie ihr euch gegenseitig bekämpft habt. Achso, wo muss ich denn eigentlich hin? Ach, bringt überhaupt nichts. Aber ich kann. Nee, das macht ja gar keinen Sinn. Wo komme ich hin? Da bei dem blauen Dödel. Wir sind in Runde 8 von 10. Sagen wir 10 Minuten? Maximal. Ja, kein Problem. Wir sagen einfach, Lisa schuldet. Bringt schon keine Lisa runter. Ja, einfach ja. Nächste Runde gewinnt. Nee, oder? Nee, sorry. Das ergibt, glaub ich, können wir das als Sinn. VOD irgendwie zu Ende aufzeichnen? Für 10 Minuten? Oder so, wie es halt nach der Runde steht. Okay, also dann werden wir das Ende als die VOD. Die Auflösung gibt's nur im VOD. Müsst ihr euch das VOD anschauen. Alles klar, aber wir machen okay. Das dann so. Das wird dann einfach nur noch diese random Sternvergabe am Ende, diese Biodina. Habe ich nicht auch noch ein Item? Ja, und du hast ein Telefon. Ruf deine Freunde an. Also wenn ihr euch jetzt beschwert, warum wir jetzt nicht zu Ende machen? Donny ist schuld. Donny ist schuld. Weil er einfach nicht zulässt, dass andere auch mal ein bisschen Spaß haben können. Ist so. Schwör. Ist so. Hat sie dich gerade ausgelacht? 3, 3, 3, 3. Das ist doch gemein. Das ist mein Würfel. Ich hab so viele. Ja, komm jetzt. Nein! Das ist der falsche Würfel. Zurück wieder! Nee. Ja, ist trotzdem ganz geil. Yes, girl and boy. 7. Wo ist denn die Scheiße? Du kannst eh nur in die Richtung gehen. Also. Nö, ich kann auch den kaufen. Egal, ich mach halt. Ich kann den doch kaufen. Also, wir müssen das ein bisschen tricky machen. Ja, und das war? Gehen wir in die Werbung? Wo ist denn das? Als VOD geht das natürlich weiter. Okay. Aber ihr sagt jetzt live einmal Tschüss. Okay. Damit der Timo oben live übernehmen kann für Rage. Okay. Gut, dann lassen wir gerade so, wie das jetzt. Bild ist. Oh Gott, es ist so spannend, wer dieses so spannend. Spiel am Ende gewinnen Dann sagt wird. Jetzt Tschüss. Okay, dann sagen wir jetzt Tschüss und viel Spaß mit Rage of Empires. VOD anschauen. VOD. Unbedingt. Und da sind wir wieder. Weiter geht's. Und da geht's schon wieder. Also bin ich dann da runtergelaufen. Da hätte ich auch hochlaufen können. Hättest du Geld bezahlen? Ja, gut, ich weiß jetzt auch nicht. Oder? Nee. Ich hab überhaupt nicht mehr bekommen. Nee. Hier. Da, genau. Da kommst du nicht hin. Nee, das ist komplett. Ja, genau. Du musst einmal um das komplette Feld laufen. Ah. Weil ich kam ja auch von da. Du kommst auch nicht wieder runter. Keiner von uns kommt jetzt mehr dahin. Und wie viel habe ich denn noch? Wo steht das denn? Ich raff's gerade wieder nicht. 5. Der verdammte Maulwurf. Ach so, ja, jetzt. Ja, okay. Woher? Ja, auch da unten. Das freut mich auch gerade. Ich mir gekauft? Hab ich gekauft. Ach, krass, okay. Wenn du dir eine goldene Röhre kaufst, kommst du direkt zum Stern. Ja. Kauf dir eine goldene Röhre, sei so schlau wie ich. Ja, dann mach ich das doch. Mach doch. Ja, hallo. Und jetzt nutze ich das, dann hab ich Sterne, oder was? Ja, kannst du aber erst in der nächsten Runde. Okay. Jetzt schreiben dir alle, die wollen Mario Party sehen. Toll. Uncool, Donny. Ja, uncool. Jetzt eine 10. Wieso hab ich eigentlich noch keinen Verbündeten? Ah, sehr gut. Also, bringt mir das jetzt was? Also, kannst du dir auch so eine Röhre holen? Nee, da zurückgehen bringt nichts, aber ja, da komme ich jetzt zu Flatters Laden. Genau, dann kannst kleine Abkürzung? Nee, ich gehe zu Flatters Laden. Jetzt holen sich das alle, holt sich ne? Jeder sowas, nur wird nicht. Oh Gott, eben wurde gesagt, dass Shy Guy gewinnen wird. Shy Guy? Nee, es wurde mit 70%iger Wahrscheinlichkeit mit Shy Guy Vierter. Deswegen hast du das Verbindungstelefon bekommen. Ach so. Und zum ersten Mal denke ich, Lel passt gerade sehr, sehr gut. Möchte ich was kaufen? Ja, hier sind. Nee, ein Giftpilz nicht. Turpilz. Okay. Das Ding sieht wirklich wie so eine Hamburger-Box aus. Ja. Okay, vorletztes Minispiel. Geil. Okidoki. Alle gegen Shy Guy! Ja. Wird leidet doch schon die ganze Zeit. X im Sinn. Das klingt nach Mathe. Irgendwie schon. Fabian! Hey! Verraten. Fragen von Einzelspieler beantworten. Das Dreierteam gewinnt, auch wenn nur ein Teammitglied alle. Hä? Hä? Was? Oh, ich darf die Fragen aussuchen. Was also, ihr seht jetzt Sachen auf dem Bild herum passieren. Also, dass da irgendwie welche rumlaufen oder. Welche Gegenstände da sind und ich stelle dann die Frage und ihr müsst dann richtig antworten. Okay. Ich habe leider nicht aufgepasst. Laufen wir auf Ananas oder Zitrone oder was? Hä? Ja, entweder oder. Hä?
Ich habe null aufgepasst, ich habe gar keine Ahnung. Möchtest du noch eine Proberunde oder ist es egal? Ich möchte einfach mal gucken. Und die Antwort lautet... Zitrone! Das war richtig. Und es reicht halt, dass nur einer von euch am Leben bleibt. Das Gesicht. Okay. Hä? Aber dann müssen wir es doch einfach immer nur auf eins von den beiden stellen. Naja, vielleicht wisst ihr es halt auch nicht. Du kannst mal ausprobieren. Okay, ich Wenn man immer nur zwei Antwortmöglichkeiten hat... Es gibt doch drei Antwortmöglichkeiten. Achso, okay. Aber wir sind ja auch zu dritt. Ja, es kommt. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Also müssen wir jetzt erstmal gucken, was da passiert. Genau. Okay. Ich weiß es. Ach so, jetzt ist es als ich weiß es auch. Eine Ananas. Das ist viel zu einfach. Das ist ein Schwarmverstand. Ich geh noch rüber! Die zweite Runde wird schwieriger. Mhm, auf jeden Fall. Ja, egal. Hätte ich jetzt auch gefragt, wie viel Obst es gab oder wie viel Toads, das wäre auch zu einfach. Ja, auf jeden Fall. Oh, Dean hat gefurzt. Ein Glück. Vielleicht war es euch auch. Okay. Lars hat gefurzt. Ich rieche sowieso nichts, bin erkältet. Apfel. Das ist zu einfach! Dass man nicht immer einloggen kann. Sehr gut. Das ist zu einfach. Kicherst du da hinter dem Vorhang? Ja, ich kicher die ganze Zeit. Jeez. Alter, okay. Puh, ei, das weiß ich auch nicht mehr. Zwei. Aber das ist nur geraten, glaube ich. Nee, verteilt euch mal lieber. Verteilt euch lieber, oder? Ja, verteilt euch. Lars, geh mal auf eins. Nee, bleib lieber auf zwei. Das waren mindestens zwei Äpfel. Ach so. Aber, ja. Zwei? Ja. Okay, aber reicht doch, wenn ich gewonnen habe. Ja, das reicht, wenn einer von euch gewonnen hat. Ach so. Und das ist die letzte Runde. Ja, dann ist es albern, sich nicht aufzuteilen, das stimmt. Das Spiel ist viel zu einfach. Ach komm, ey. Wir sind so klar. Abklatschen. Früchte erkennen können wir. Oh. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ey, wie viel? Oh Gott. Hat ein Stück Hirn mit? Okay, allerletzte Runde jetzt, ne? Alle kriegen 10, nur wird nicht. Nur er kriegt 2. Ach, das ist so das traurigste Spiel der Welt. So, wo ist denn jetzt der aktuelle zwei Stern? Runden. Da immer noch in der Mitte. Das kann dir doch egal sein, weil du sowieso dahin kommst. Ja? Ja, du hast auch die Röhre. Ah ja, gut, dass ihr sagt. Aber wir haben alle eine Röhre. Nein, wir außer Scheiger. Das stimmt. Wirt hat auch kein Geld auch mehr. Noch gegen minus 2. Oh, okay. Ach, weird. Jetzt tust du mir was ist denn da jetzt los? Oh. Ich bin hart am Leiden. Ach so, und das besondere Ereignis ist nicht mehr spannend, weil man immer nur diese Leute verschiebt. Die Röhre ist OP. Monty! Ich hol mir mal ein Sternchen, ne? Sehr gut. Okay. Hallo, guten Tag. Möchtest du etwa wirklich diesen Stern kaufen? Nein, ich würde es lassen. Den würde ich auch nicht machen. Eine Bombe! Oh! Ah. Und neun. Ey, ich werde wahrscheinlich echt letzter. Das Spiel predicted alles richtig. Weil Yoshi holt sich jetzt auch einen Stern und hat danach mehr Punkte als ich. Mhm. Weil Yoshi mehr Münzen hat. Ich habe richtig viele Stern. Aber ich komme auf den dritten Platz, wird. Alles gut. Alles gut, ich bin der Letzte, das passt schon. Naja, warte mal ab, vielleicht du warst auf einem Pechfeld als einziger von uns, oder? Du kriegst auf jeden Fall auch. Ich war auf so einigen. Du warst auch auf einem Pechfeld, oder? Ich weiß nicht. Da haben wir doch dieses Vibrationsspiel gehabt. Ja, stimmt, ich habe auch. Nee, das war doch das Versus-Spielfeld. Achso, das war das Versus-Spiel. Ich war ein Pechfeld. Du warst auf einem Pechfeld. Ich war stimmt, ich es habe 10 ist Münzen so bekommen. Spannend gleich, was da dann wieder bei rauskommt, bei der willkürlichen Sternverteilung. Was? Nicht im Ernst! Du kommst noch. What? Oh, nee. Ja, da haben wir wieder dieses Problem, dass die Sterne nicht weit auseinander liegen. Oh, das gibt's doch nicht.
Aber sie hat auch gut gewürfelt. Ey, das war halt auch leider nicht geplant, so, ne? Aber sauber gewürfelt. War leider nicht geplant. Oh. Aber jetzt komme ich dafür auf ein Pechfeld nochmal. Meinst du? Ich glaube, ich habe noch. Ich glaube, einen hat sie. Oder zwei. Ja, dann kriegst du noch einen Stern hinterher, weil du so super auf deinem Pechfeld warst. Nochmal ein Pech. Aber ich Pechfelder kann jetzt sind keine Pechfelder. Das gibt's doch nicht. Das ist wirklich nicht der Spaß. Das ist mir noch nie passiert. Jetzt fühle ich mich ein bisschen merkwürdig. Das ist mir eben passiert. Das war ganz geil. Lisa, überhaupt nicht bescheiden. Pechfeld, Riesenpechfeld. Oh, no, Riesenpech. Eieiei. Ja, komm, hör auf zu labern. Ja. Du verlierst alle Sterne. Kann das passieren? Nee. Ich hab keine 10 Münzen mehr. Dann verlierst du alle Sterne. Yoshi die, ne? Ich hab so viele Sterne. Jetzt hab ich Münzen. Ja. Lass es so, jetzt muss ich das richtig machen. Was muss ich denn? Items, ne? Ja. Und dann benutze ich den Kollegen. Ja. Kann man ja nicht viel falsch machen. Nur sollte ich jetzt den Yoshi-Würfel gleich nehmen. Oder ich muss doch noch würfeln, ne? Du musst noch einmal würfeln, genau. So, weil wenn ich jetzt nämlich den... Du solltest jetzt nicht minus 2 würfeln, ja, das stimmt. Aber du hast ja auch einen Kumpan, der mitwürfelt. Zwei sogar. Bitte ein Bit. Ding, ding. Und jetzt läuft er wahrscheinlich noch oft zum nächsten Stern. Ja, vermutlich. Das ist genau mein Plan. Wuhu! Ja. Danke. Pika! Diese Stimme, ey. Damn! Sterne halten! Wait, wait, wait! So, wo ist jetzt der Stern? Wirst du gleich sehen? Wahrscheinlich läufst du jetzt gerade hin. Ja, geh da hoch, geh da hoch. Du läufst hin, ey. Geh da hoch. Ja. Nee, stopp. Du hast ja noch 10, oder? Nee, aber nicht so viel, um bis dahin zu kommen. Da schau. Da war der doch sogar. Ja, komm, da kommt. Ja. Wir gehen immer an die gleichen Stelle. Ach so, echt? Ja. Oh, dann kann man sich das ja merken. Das ist super. Kommt alle mit, Jungs und Mädels. Also, wir haben ja immer nur die gleichen Positionen. Peps. Aber das war nicht schon immer so, oder? Waren nee, die sonst nicht einfach immer nur auf dem Feld? Bezogen? Die Spielfelder waren früher auch viel größer als jetzt. Ja, ne? Jetzt kannst du auch nochmal die Freunde, Röhre benutzen. Ich nehme jetzt meine Röhre. Das ist so. Ah, das ist doch lächerlich. Das ist halt auch irgendwie diese super Röhre langweilig. Ist auch seltsam, weil die so günstig auch ist. Ja, die kosten nur 10 Münzen, ne? Oder 20? 10, glaube ich. 10. Ja, okay. Ich könnte mir zum Beispiel die Röhre leisten, aber ich kann dann keinen Stern holen. Ja. Ich nehme den Stern. Danke. Hey? Ich finde diese Schildkrötengeräusche irgendwie unrealistisch. Naturgetreu. Was machen Schildkröten denn? Keine Ahnung. Überhaupt Geräusche? Bin ich mir nicht sicher. Also. Ich hab die mal so atmen und so. So kleine Asthmatiker sind das. Ja, stimmt. Ja, da komm. Ach komm. Ich komm da. Da kommst du auch noch hin in der nächsten Runde. Ja? Ja. Geil. Dann gehen wir weiter. Oh boy. Hast du jetzt noch. Du hast noch genug Münzen, um hier einen Stern zu klauen. Oh oh. Oh oh. Preis, aber dann kann ich mir den Stern nicht mehr kaufen. Doch, kannst du. Ja. Oder? Fucking hell. Oh Mann, ey, ich hab 0 Münzen. Aber du hast 3 Sterne gehabt. Das ist nicht fair, Alter. Das Spiel ist schrecklich. Vor allen Dingen, wie lange das jetzt auch gedauert hat. Ich hab noch gesagt, ja, wie lange? 10 Minuten. Naja. Dieses scheiß Spiel ist einfach so kacke. Oh, das ist aber random. Das ist einfach nur Glück. Es ist egal, wie man spielt. Ja, stimmt. Was? Lisa schon wieder ein Film? Nee, wir haben jetzt noch ein Minispiel und dann kommt die große Entscheidung. Ja. Jetzt sperre ich mich nochmal den Weg. Jetzt geht die Tür wieder zu. Oh, müssen wir jetzt noch wer? Oh, ich hätte da durch. Oh, scheiße, ey. Erstmal ein Minispiel jetzt. Ich muss es gewinnen. Okay, geil. Alle gegen alle. Gleichmäßig erbräunt. Bombenstimmung. Team-Minispiel? Das ist ein Team-Minispiel. Alle gegen den CPU oder was? Bombenstimmung entgehen.
Reichen die Bob-Bombs im Uhrzeigersinn weiter? Kannst du. Achso, wenn die Platz. Weitergeben. Hallo. Ach. Wir müssen versuchen, die auf die Leute zu geben, die nicht in unserem Team sind. Ja. Also, nee, im Uhrzeigersinn. Und dann müssen wir es halt timen. Weil die irgendwann platzen, die ja. Ach, das sind eure Helfer, die damit spielen. Aber. Ja, aber wir müssen halt so spielen, dass wir gewinnen. Und nicht unsere Helfer, oder? Hä? Ja, und nicht unsere Helfer. Zum Beispiel rot und. Achso, wir müssen die Roten ausschalten. Ja. Okay, in aber der Theorie. Was ist daran ein Teamspiel, wenn am ich Ende. Ich bin halt auch immer bei der Probe leider. Das ist, ja, wir haben jetzt in der Theorie gewonnen. Guck mal, wie es in der Praxis aussieht. Also. Hä, aber. Aber jetzt ist ja. Okay, dann hast du die schnell weitergeben. Ja, Geisterboy ist halt dumm. Mario, mach doch! Ach komm! Ah, das ist echt dumm. So. Kann man jetzt nicht irgendwie strategisch schon was Cooles machen? Ich glaube nicht. Strategisch ist hier gar nichts. Einfach halten, ganz lange halten und im letzten Moment weitergeben. Das ist richtig dumm! Das ist richtig dumm! Nee. Mann! Das machen die halt. Lars, du machst okay, es. Okay, Lars. Ja. Last Man Standing. Aber kannst du es so überhaupt? Ja, dann wirft er gleich seine Bombe ja, weiter. Ja, dann wirft er gleich. Jetzt. Und jetzt deine weg. Ja. Nein. Oh. Ah, Hund des Todes. Ah. Ich hab gedrückt wie ein Wilder. Ich konnte nichts tun. Warum hat denn Yoshi aber wieso? Gewonnen? Hä? Und warum bist du denn so zurückgekommen? Wieso hat Yoshi? Ich blick auch nicht durch. Hat Yoshi jetzt gewonnen? Yoshi hat die Wonnie. Ich habe 4 Münzen bekommen. Ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich von uns als letztes berühmt. Wahrscheinlich. Finden wir noch. Okay, und jetzt kommt die große Entscheidung. Jetzt kommt noch eine Runde, ne? Noch eine Runde? Ja, letzte Runde. Ach so, Hammer. Richtig Hammer. Ich freue mich richtig drauf. Ja. Vorsichtig. Ach ja, Yoshi hat nass. Die Wonnie. Yoshi hat die Wonnie. Ach Mensch, ey. Ah, 7. Okay. Ich habe 2 Münzen. Ich muss da durch. Gab es jemals so wenig Münzen? Ich muss da durch. Ich weiß nicht, ich habe eben einmal im Chat gelesen, dass die meisten, dass ein Spieler, der das getestet hat, immer so 20 Münzen im Schnitt hatte. Dass es also angeblich nicht so unbalanced sei, wie wir gerade wissen. Wirklich? Hä, wieso hast du. Oh Gott. Zufällig war da noch ein Stern. Das ist doch gerade einfach nur noch dumm. Einfach nur gemein. Vorletzter! Yay! Oh mein Yoshi. Null Geld. Ja, wir haben es verstanden. Wie lange das allein immer dauert. Ah, die Animation ist dann ja, immer zu lange. Fliegt und dann woanders und dann redet sie wieder. Oh, Gage aus Omega! Hä? Du sollst nicht vertonen. Ja, und schön an den Pechfeldern vorbei. Yes! So wird's gemacht. Ach Mann, ey. Ja, komm, ist jetzt eh alles Wurst. Ich kann nichts kaufen. Oh, alle sind auch. Ach so, ja, auch noch ausverkauft. Warum kommst du denn überhaupt? Was, die können ausverkauft sein? Nachdem wir uns alle so viele Röhren gekauft haben. Toll, oh, das bringt ja richtig viel. Zum Glück habe ich mir noch einen Turbo-Pilz geholt. Ein Glück. Yes. Ich habe hier noch diesen Block. Oh, benutz den. Mach den. Da kann, oh, ja, da kann entweder Stern. Geld oder ein Stern drin sein. Stern. Oh, jetzt muss ich wahrscheinlich wieder hoch. Oh ja, doch, Glück! Krass! Alter. Ist ein Stern. Sterni! Damit bist du. Ach nee, Wirt hat jetzt ja 2 Sterne. Ah, Wirt hat natürlich 2 Sterne. Hä? Aber trotzdem, ich hab 0 Geld. Ich hab auch 0 Geld. Ach so, Yoshi hat auch 2 Sterne jetzt schon. Sauber! Aber wenn alle 2 Sterne haben, das ist doch. Ach, das ist doch lächerlich, das Spiel. Ach, das ist doch lächerlich, das kriegt er jetzt einfach so. Jetzt wirst sogar du sauer wird. Ex Machina-mäßig irgendwie. Oh, Mann. Ja, wieso konnte ich wieder nicht auswählen? Oder habe ich das so doof gemacht? Oh, trotzdem geil. Komm, mach noch 2-2, jawohl, Golo. Ich will beim nächsten Mal ein Spiel mit Skill spielen.
bla bla bla, hier geht's richtig zu. Oh Gott, da komme ich noch nicht mehr hin, oder? Nee. Okay. Was war das denn? Oh, Mann. Regal hier. Nee, geh schön nach unten aufs blaue Feld. Oder da. Ja, das ist eigentlich auch. Nein! Ja. Schön aufs rote Feld. Dun, 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 dun. Okay. Noch einmal mit dem Cooper-Würfel eine 10. Ach, warte. Wie oft du schon eine 10 bekommen hast, Mist, ne? Ich hab mein Item nicht mehr eingesetzt, ja. Okay. Versus. Versus. Oh Gott, es ist wieder das Vibrationsspiel. Oh. Seid ihr bereit für eine Vibration? Okay. Dann machen wir einfach random, oder? Irgendwann? Oh ja. 20 Münzen. Ich hab noch nicht mal 20 Münzen. Ich hab 0 Münzen. Ich hab... Okay, machen wir wirklich random ja. einfach? Hä? Start. What? Hä, wie es vorhin nicht funktioniert hat einfach, oder? Ja, yeah, ja. Oh, und jetzt kriegt Yoshi noch diese ganzen Münzen raus? Geil, krieg ich irgendwann dafür auch mal einen Stern? Kriegt man ab einer gewissen Anzahl der Münzen mal einen Stern? Nicht automatisch, glaube ich. Das ist ja unverschämt. Letztes okay. Minispiel. Jetzt gilt's. Alle gehen. Yoshi, ich bin doch so lieb und süß. Auf die Glocke gehen. Das gefällt mir. Immer schön auf die Glocke. Ach, ah, okay. Ach so, das ist das Werk. Ach, das kennen wir, ja? Ja, genau. Was muss ich denn machen? Du musst ausweichen und wir werfen hier mit Darkpfeilen. Saug. Ja. Du bist aber gut. Du bist deutlich besser als die KI vorhin. Du musst nicht dreimal treffen. Ich habe keine Pfeile mehr. Ach, guck mal, das geht tatsächlich, dass man keine Pfeile mehr hat. Ja, jetzt hat er gewonnen. Okay, ich okay, halt. Wann habt ihr gewonnen? Wenn wir dich dreimal getroffen haben insgesamt. Aha. Start. Okay. Ah, fuck. Nein. Ah, jeder hat 5. Okay, jetzt raff ich das erst. Sehr schön. Oh, goddammit. No! Kack. Nun liegt's an euch. Nein! Der Paulsen gewinnt. Herr Paulsen gewinnt. Ich glaub's nicht. Skill! Was krieg ich? Münzen. Noch mehr? Ja, noch lass mehr? Es ist wie so ein super reicher Typ, der aber keine Familie hat. Oh. So sad. Okay, jetzt wird's spannend. Okay. Legendär. Bla 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 bla. Aber erstmal verteilen wir noch ein paar Münzen. Also ich war auf jeden Fall als einziger Mensch dreimal auf dem Pechfeld. Ich war auch auf dem Pechfeld. Aber nicht dreimal. Ich war sogar auf dem Riesenpechfeld. Der Item-Bonus. Hä, das hatten wir vorhin aber nicht gehabt. Nee. Hä? Es ist noch zufälliger, als wir dachten. Es wird immer zufälliger. Maul. Okay. Ich hau weiter auf den Bauch. Ich hau mir weiter auf den Bauch. Komm, jetzt kriegst du den doch auch noch. Komm zu Papa. Der die meisten was? Roten Felder. Pechfelder. Ja, das war ja gut. Das gibt's doch nicht, ey. Ey, sorry, aber ich hatte wirklich sehr viel Pech. Ja. Ach, das sehe ich nicht so. Und wer hat gewonnen? Das sind Sterne, die da verteilt ja, werden? Das ja. Mich erwähnt er gar nicht. Doch, ganz gut. Ich glaub's nicht. Trotz Pech gewonnen. Hammer. Glückwunsch! Danke. Verdient! Ganz stark gespielt. Verdient. Ganz stark gespielt. Nassi hat gewonnen. Ja, ja, Mama hat gewonnen. Ich letzter gewonnen. Jetzt freut sich das an. Okay, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Das, ja. Das freut mich trotzdem nicht sehr, aber sehr danke schön. Sehr. Gemacht. Ja. Reden weißt wir noch du? Miteinander? Ja. Nein. Nee, das war's jetzt, ne? Also ich glaube... Ich wollte eigentlich noch hier Mittagessen gehen mit euch. So. Das war's auch. Also ich glaube, das ist die Gewinner-Couch. Ja, offensichtlich. Genau. Für mich gut. Wir sehen uns das nächste Mal auf dem Dancefloor. Wir sehen uns auf dem Dancefloor, genau. Fabian segnet jetzt bestimmt gleich ab hier, ne? Ja, dass wir Just Dance spielen. Sehr gut. Alles klar, gut, danke. Vielen Dank, dass ihr euch noch das VOD angeschaut habt, um zu sehen, wie Nasty gewinnt und so. Aber sorry. Das wäre nicht nötig gewesen. Ne? Hey, ach doch, ich finde, es hat sich schon gelohnt. Da jetzt noch hat sich schon gelohnt. Okay, Leute. Alles klar. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's ciao. Gut. Tschüss. Bye.